Herzlich willkommen zu Sensitiver Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Heute wieder nach 2 Monaten. 2 Monate ist das her. Mache ich das Kiss mit Orakel. Das mögt ihr ja auch ganz gerne, weil ihr da Stapel auswählen könnt. Und ihr wisst ja, da kann sich alles Mögliche zeigen. Liebe, Beruf, Gesundheit, Familie, Umfeld. Was die Karten halt eben hergeben, ja. Und das Ganze lege ich natürlich immer mit demselben Kartendeck hier von der Lenormand, die Madame Lenormand, die Lenormand, die ist hier so ein bisschen gülden, alle so gülden hier, Lenormand. Und ich habe heute wieder eine Songbotschaft. Es ist zwar ein Liebeslied, aber das Ganze kann sich auch es geht um etwas, wo man Herzklopfen hat, wo man aufgeregt ist. Ist ein neuerer Song, ist jetzt nicht unbedingt der Mega-Schlager, ist auch Geschmackssache, ist ein netter Song. Der macht gute Laune, ja. Ist ein bisschen schneller, so ein bisschen Disco-mäßig, aber vom Text her ganz süß. Und natürlich für viele von euch kann es im Bereich der Liebe sein. Und wir wissen ja, Valentine's Day steht vor der Tür, Valentinstag. Und da hoffe und wünsche ich euch allen von ganzem Herzen, dass ihr da alle wunderschöne Geschenke bekommt, also Liebesgeschenke. Damit meine ich aber jetzt nicht unbedingt materielle Dinge, sondern wenn ihr euch nach einer Person sehnt, dass diese Person euch das Geschenk macht, sich bei euch zu melden. Oder ja, dass die Liebe, wenn zwischen euch Krise war, dass die Liebe wieder entfacht. Also das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und das ist etwas, was ihr alle ganz dringend braucht. Wir alle. Ich natürlich mit eingeschlossen. Aber ihr ganz besonders, meine süßen Schatzis, ja. Ist so, da draußen ist alles, ja, ist nicht so schön, ne? Könnte es besser gehen, das ist klar und natürlich, wir müssen ja das Beste draus machen und die ganzen Floskeln, das wissen wir alle schon zu Genüge, aber so ein bisschen Liebe wäre jetzt schön, ne, für alle. Und deshalb wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr entweder jemanden kennenlernt, wenn ihr Singles seid, geht ruhig raus. Ich weiß, es gibt Dating-Plattformen oder so. Ich bin zum Beispiel noch ein bisschen oldschool. Ich habe das auch mal probiert mit diesen ganzen Datings-Geschichten. Da kam nicht viel bei rum, ja. Gerade als Frau. Ich habe im privaten Bereich, das habe ich auch mal erzählt, habe ich 2 ehemalige Bandmitglieder, männliche Bandmitglieder, die haben über Dating-Plattformen ihre Frauen kennengelernt, ja, mit denen sie jetzt verheiratet und Kinder haben. Also, aber Männer haben es da ein bisschen leichter. Frauen geraten da leider in Dating-Plattformen immer an irgendwelchen gestörten Persönlichkeiten. Ich kann euch Bücher darüber schreiben. Deshalb, also ich mache das seit Jahren nicht mehr, weil ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht. Das bringt da irgendwie gar nichts. Aber gut, für einige von euch, klar, das ist ein Austausch, aber ich möchte euch nahelegen, geht raus. Macht's ein bisschen wie früher, als es noch keine Handys gab, als noch nicht jeder irgendwie einen Computer zu Hause hatte, als wir noch keine Smartphones hatten. Geht raus. Macht es so ein bisschen oldschool. Und das Schöne ist ja, wir können ja jetzt wieder rausgehen. Ne? Ist ja jetzt Party. Und guckt im Internet nach Veranstaltungen. Guckt nach Singles-Veranstaltungen, Valentinstags-Veranstaltungen. Geht raus. Geht wirklich raus und packt eine Freundin mit. Vielleicht ist sie auch Single oder einen guten Kumpel. Und geht raus. Okay? Und habe auch den Mut, alleine zu gehen. Ich bin, als ich in Frankfurt gewohnt habe, deshalb liebe ich so Frida Kahlo, weil die war so unabhängig. Die war bisexuell. die hat Frauen geliebt, die hat Männer geliebt und hat Zigarre gepafft und ist raus alleine und hat Leute getroffen. Also deshalb, ich habe mich auch getraut. Als ich in Frankfurt war und Single war, bin ich rausgegangen. What's the point? What's the point? Geh raus, sei eine liberale, moderne, emanzipierte Frau. Trau dich auch, alleine rauszugehen. Sei kein kleines Häschen, das unbedingt, oh nein, ich bin alleine, wo soll ich denn hin? Trau dich, ich habe mich getraut. Geh raus in Clubs und unterhalte dich. Manchmal
wenn du eine Freundin dabei hast und du lernst da Leute kennen, manchmal kann so eine Freundin dann auch nervig sein, weil du denkst, ach Mensch, jetzt wäre ich doch gerne alleine, jetzt würde ich gerne mit der Gruppe mitziehen oder so, aber die hat halt keinen Bock. Deshalb, manchmal ist es auch gut, allein unterwegs zu sein, weil du frei bist. Wenn du dann tatsächlich jemanden kennenlernst, wo du dich austauschen kannst, dann hast du nicht so ein Anhängsel, wo du dich immer drum kümmern musst, die müde ist, will nach Hause, die keine Lust, ist langweilig, während du dich aber ganz toll unterhältst, okay? Also, egal ob du Mann oder Frau bist, egal ob du schwul, lesbisch, bi, heterosexuell, transsexuell bist, geh raus. Geh raus und triff Menschen, okay? Mach was draus, in Ordnung? Jetzt komme ich mir ganz kurz zurück noch zur Songbotschaft. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie diese Gruppe oder Sänger heißt, aber ich werde es hier unten posten. Guck mal, posten, wird dir pushen zu poden. Ich werde das hier unten posten. Ich glaube, der Song heißt Head and Heart, also Kopf und Herz. Und ist ganz süß, weil der so, wie geht das nochmal? Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, 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 badam. Oh my God, a feeling just begun. But I'm frozen emotions, my head just never stops. Ich glaube, irgendwie sowas. Bam, bam, bam. Und dieses Bam, bam, badam, bam, bam, da, er singt dieses Herzklopfen. Also das Herz macht ja so Bam, 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 badam, bam, 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 badam. Na, er singt es so, er macht praktisch die Geräusche eines Herzens nach. Ne? So Bam, bam, bam. Und Head and Heart heißt Kopf und Herz. Und in dem Song geht's darum, dass er singt, oh my God, the feeling's just begun. Oh mein Gott, die Gefühle haben gerade begonnen. Und ich bin wie festgefroren in meinen Bewegungen, also wie paralysiert. Das bedeutet, jemand hat solche Herzklopfen. Gefühle sind entfacht, entweder entfachen sie wieder zwischen euch, wenn ihr so eine On-Off-Geschichte habt, oder vielleicht mit einer Person, wo es irgendwie ging, irgendwie nicht, und jetzt auf einmal macht's Katsching im Bereich der Liebe. Und bei wieder anderen, dann kann es natürlich so On-Off-Geschichte sein, dass jemand sich wieder meldet und dann plötzlich hat man wieder Herzklopfen. Also, das ist jetzt im Bereich der Liebe. Wenn es nicht in der Liebe ist, dann haben einige von euch Herzklopfen und sind aufgeregt und so, weil ein Gefühl beginnt. Das kann ein Gefühl von Freude sein. Vielleicht hast du deine Traumwohnung gefunden oder du kaufst dir demnächst ein Traumauto oder du beginnst jetzt nächste Woche oder nächsten Monat beginnst einen neuen Job und bist schon ganz aufgeregt und oh. Also der im Song, in dieser Songbotschaft geht es einfach darum, hauptsächlich klein der Liebe, dass man Herzklopfen hat, dass man wie so starke Herzklopfen hat, dass man sich nicht mehr bewegen kann, so aufgeregt ist man und ein Gefühl beginnt. Ein Gefühl, das so, oh my God, er singt ja, oh my God, the feeling just begun. Also es ist ein ganz netter Song, okay? Könnt ihr mal reinhören. Ist ein modernerer Song. Erwartet jetzt hier nicht kein Meisterwerk, aber es ist nett und macht gute Laune. Ja? Und ich werde es hier unten posten. Ich hab das Video auch rausgesucht und da gibt es auch eine Version. Textversion. Man kennt ja diese Videos, wo dann der Text zu sehen ist. Also es ist dann nicht ein Videoclip, sondern es ist ein reiner Text. Ist natürlich alles auf Englisch. Wenn einige von euch sich die Mühe machen wollen und die Übersetzung suchen, das wäre ganz toll. Keine Links bitte. Aus Sicherheitsgründen muss ich leider Postings mit Links löschen. Also deshalb keine Links bitte. Nur den reinen Text. Die deutsche Übersetzung, wenn ihr die raussuchen wollt, für die anderen, das wäre ganz lieb. Und dann könnt ihr das hier unten posten, okay? Dann an dieser Stelle nochmal ein Riesendankeschön an alle, die meinen zweiten Kanal abonniert haben. Für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich starte jetzt in diesem Monat, noch in diesem Monat, meinen zweiten Kanal. Und da hatte ich ganz viele gebeten, ob sie mir auch ein Geschenk machen. Ich mache euch so viele Geschenke, ob ihr mir auch ein Geschenk macht und meinen zweiten Kanal abonniert. Das ist alles, was ihr tun braucht. Also es kostet nichts, einfach nur eine Geste und darüber freue ich mich sehr. Da werde ich viele Dinge tun, die ich hier nicht tue.
spirituelle Themen, aber auch völlig andere Themen, Themen, die aus dem Leben sind, wie ich Dinge tue, was ich mag, was ich nicht mag. Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, auch private Dinge über mich erzählen, euch auch private Dinge zeigen. Und dass nicht alles dabei ist, was euch gefallen wird, ist klar, ne? Kann man ja dann wegblenden oder muss man sich ja nicht ansehen. Aber es ist immer irgendwer dabei, der das mag und dafür das nicht. Der mag das, dafür das nicht. Okay? Also ich danke euch von ganzem Herzen. Einige von euch haben schon abonniert und warten auch schon ganz geduldig, dass endlich mal hier die Sensitiva in die Pötte kommt. Versprochen, diesen Monat ist es soweit. Ich habe ein bisschen gewartet, bis es die Runde macht. Und ich habe auch gewartet, weil viele Planeten waren rückläufig und die Schattenperiode, die geht mindestens noch bis jetzt Mitte Februar. Und erst ab Mitte Februar sollte man dann gewisse Dinge starten. Das gilt auch übrigens für euch. Wenn ihr irgendwas Neues beginnt, also sei es, dass ihr irgendwelche Verträge abschließen wollt, ja, neues Handy kaufen und so weiter. Oder ob ihr etwas veröffentlichen wollt. Vielleicht habt ihr auch einen neuen Account oder einen zweiten Kanal oder ihr wollt irgendwas an den Mann in die Frau, an den Mann an die Frau bringen. Vielleicht habt ihr Produkte, die ihr launchen wollt oder eine neue Website oder so. Macht das jetzt alles ab Mitte Februar, okay? Am besten ist es eigentlich gegen Ende Februar. Aber wer es sehr eilig hat, kann ab Mitte Februar loslegen, in Ordnung? Und da kannst du so einigermaßen sicher sein, dass so das meiste aus der Schattenperiode raus ist, okay? Aber mein Schatz. Also wie gesagt, ich starte jetzt auch in diesem Monat durch. So ab Mitte, ich bin in den Vorbereitungen, ich muss ein paar technische Dinge noch klären und so. Aber dann so ab Mitte Februar, spätestens bis Ende Februar, habe ich dann schon was gepostet und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Zumal ich mich auf meinem zweiten Kanal zeigen werde. Ich zeige mich. Ich werde mich nicht bei allen Videos zeigen. Ich mache auch Shorts, so Kleinigkeiten. Aber bei den längeren Videos werde ich mich zeigen. Ich werde dort auf dem zweiten Kanal mache ich auch ein Mundus Oraculi. Das werde ich hier nicht tun in diesem Kanal, sondern im zweiten Kanal Mundus Oraculi, weil das natürlich auch sehr delikate Themen sind, ja, die gerade so, was da so läuft. Und natürlich auch im Bereich, ja, Liebe und ich kann das jetzt hier nicht nennen. Es gibt auf YouTube neue Richtlinien und da muss man aufpassen, was man sagt. Ist jetzt leider so. Also man kann, wir YouTuber, wir müssen schwer, schwer aufpassen, was wir sagen. Keine Schimpfwörter, keine intimen Wörter. Ja, also das, da gibt es ganz, ganz strenge Regeln für alle, die das nicht mitbekommen haben. Das gilt auch für euch, die ihr, auch wenn ihr keine Videos dreht. Ihr müsst jetzt auch aufpassen, was ihr postet und was ihr schreibt. YouTube hat jetzt extrem, extrem strenge Regeln, wovon ich ein paar schon gut finde, ne, weil es war schon ein bisschen ein Dschungel hier auf YouTube. Und da hat jeder getan und gelassen und gesagt, was er wollte. Und jetzt geht es allen an die Gurgel. Also wer sich nicht an die Richtlinien hält und aus der Reihe fällt und ja, so Schimpfwörter und gemein ist oder hetzt oder irgendwas, der fliegt direkt raus. Okay? Also ist auch für euch eine Warnung. Wenn ihr Kommentare schreibt, solltet ihr in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein, was ihr schreibt, was für welche Worte ihr benutzt. YouTube kennt jetzt keine Gnade mehr. Okay? Also die sind extrem streng geworden. Das habt ihr bestimmt auch bei anderen Creatorn, ihr guckt ja auch andere Kanäle mitbekommen. Die haben das bestimmt auch schon gesagt. Deshalb, also bestimmte Worte kann ich jetzt hier nicht mehr nennen und auch bestimmte Videos. Das mache ich auf dem zweiten Kanal. Das ist egal, ob wie, was, wo. Das ist so ein bisschen Trash. Ein bisschen trashy, ja, ein bisschen trashy. Und aber hier möchte ich das clean halten, sauber halten, okay? Wunderbar. Also, für alle, die den zweiten Kanal abonnieren wollen, ihr findet auch hier in der Beschreibungsbox, also wenn du unter meinem Video guckst, da ist eine Beschreibungsbox, wenn du da draufklickst auf mehr, also musst du auf da so ein dick geschrieben mehr, wenn du da draufklickst, dann siehst du den Link, da steht dann auch Sensitivas, zu Sensitivas zweitem Kanal. Und da kannst du draufklicken und dann kannst du den Kanal abonnieren und dann lass dich überraschen, was da so an Themen kommt. Okay? Wunderbar. Jetzt haben wir gerade exakt 23, 23. So, mein Schatz, ich glaube, jetzt ist aber soweit alles gesagt. Heute wieder mal schwarzer Tee mit Bergamottenöl und Erythritzucker und Sojamilch. Für alle, die das nicht wissen wollen. Und hier unten
Wer das Intro und alles das nicht sehen will, schaut hier unten wie immer die Kapitel, klickst du dann dich durch. Und wie ich immer sage, guckt euch gerne alle drei Stapel an, weil in jedem Stapel kann ein völlig anderes Thema sich zeigen. Und du kannst auch natürlich die Stapel auch Menschen, also der Stapel ist für dich, dieser Stapel ist, weiß ich nicht, für deinen Partner, Partnerin oder so, kannst natürlich auch die anderen mit, wie sagt man, belegen. Ja, die anderen Stapel mit Personen belegen, in Ordnung. Wunderbar. Ja, dann lass mich mal überlegen, ob es noch irgendwas gibt, was ich sagen wollte. Ich glaube, jetzt wäre wirklich alles gesagt, außer Standeklavitur. Bei Sensitiver Universe, völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, transfrau, transmann, metrosexuell, heterosexuell, so sapiosexuell, sonst wie sexuell bist. Es ist auch völlig egal, aus welchem Land du stammst, welche Religion du angehörst oder auch nicht. Es ist völlig egal, wie du aussiehst, wie du nicht aussiehst. Die Menschlichkeit ist wichtig, mein Schatz, ja? Ich glaube zum Beispiel sehr an Gott, wenn du nicht an Gott glaubst, völlig egal. Wichtig ist, dass wir uns annehmen in dem, was wir glauben und in dem, was wir nicht glauben. Wir sollten mit bestem Beispiel vorangehen. Wir, die wir, ja, uns die Erwachten nennen und auch an Spiritualität und an das Universum glauben. Wir sollten einfach anderen zeigen, wie es ist, sich gegenseitig zu akzeptieren in dem, was man glaubt, in dem, was man nicht glaubt. Und dass diese ganzen 3D-Geschichten, wie man aussieht, wie viel man besitzt oder wo man herkommt, dass das hat keinen, nützt nichts. Also das interessiert nicht. 5D ist wichtig, ja? Sind wir, was sind wir für Seelen? Ja? Sind wir gute Seelen? Sind wir veredelte Seelen, die über all diesen 3D-Dingen hinaus gewachsen sind, okay? Wunderbar, mein Schatz. So, ich werde jetzt den Blickwinkel ändern, damit ihr dann die Karten besser sehen könnt. Und wie gesagt, wer das Kartenmischen nicht sehen will, der kann direkt hier unten in die Kapitel klicken, okay? Wunderbar, mein Engel. Also, urteilt nicht so schnell. Du weißt, diese Dinge können sich später manifestieren, in Ordnung? Und vielleicht bist du in einer Reisegruppe, vielleicht nicht, vielleicht das nächste Mal und so weiter. Und, ach so, ja. Für Valentinstag habe ich mir eine ganz besondere Schnitte für euch überlegt. Das ist etwas, das habe ich einmal bisher gemacht. Das kam ganz gut bei euch an. Und das werde ich jetzt für den Valentinstag dann auch nochmal tun. Okay? Aber lass dich überraschen. Aber jetzt, mein Schatz, ich wünsche euch wunderschöne Botschaften, wunderschöne Botschaften. Und selbstverständlich wünsche ich euch eine gute Unterhaltung. Bis gleich mit anderem Blickwinkel, mein Schatz. Bis gleich, mein Schatz. Ciao. So, mein Engel. Und genau geht es los. Ihr kennt das mit dem Erden. Nichts überkreuzen. Not in the general of the reading. Yes, I can bookie, sir. Mal jetzt dreimal Palim Palim. Und dann gucken wir mal, was da los ist hier bei euch, ne? Demnächst. Vielleicht bin ich mit euch in der Reisegruppe. Das mag ich mal ganz gerne. Das und das Kreuzorakel der Kelten mag ich auch sehr. Also selbst ganz gerne, weil ich dann immer gucke, ob ich auch in der Reisegruppe bin. So, aber jetzt geht's los, mein Schatz. So, Schatzi Matzi. Gerade mal hier meine Fußstütze wieder richten. So. Ja, als Kartenleger kannst du für dich selbst kannst du keine Karten legen. Also so, nicht so jetzt Lenormand, Tarot. Klar, mal eine Orakelkarte mit Botschaft schon. Ich weiß, es gibt Kartenleger, die legen auf sich selbst oder für sich selbst. Ich halte da nicht viel davon. Weil da zu viele Wünsche oder Ängste oder da wird so viel Persönliches fließt da ein. Da kannst du nie sicher sein, ob das, was da liegt, auch wirklich für dich so eintrifft, ne? Weil einfach zu viel Persönliches mit einfließt. Und wenn ich aber so allgemeine Legungen mache, so für euch wie zum Beispiel, da kann ich, das ist dann, wo ich dann eben auch gucken kann, ob ich mit euch in der Reisegruppe bin. Da mag ich das auch ganz gerne. So, mein Schatz, ich werde aus diesem Kartendeck werde ich jeweils, also 3 Stapel bilden mit jeweils 6 Karten. Und dann we'll see. Natürlich werde ich dann auch in den einzelnen Stapeln, wenn irgendwas unklar ist, werde ich das natürlich klären und
Da habe ich euch ja jede Menge Kartendecks, die ich dann zur Verfügung habe. Okay? Wunderbar, mein Schatz. Also die Saisonbotschaft, guck mal rein, was es für dich zu bedeuten hat. Und wie gesagt, kann durchaus mit Valentinstag in Verbindung stehen, ja? Das ist ja jetzt, ne? Da passieren ja immer so einige Weltwunder. Zumindest bei den anderen, bei mir zwar nie. Bei mir passiert nie. Ich arbeite meistens immer am Valentinstag. Mein einziges Wunder ist, dass ich immer nur am Arbeiten bin. Aber gut, vielleicht passiert ja bei euch, ja? Von den anderen weiß ich, dass da immer irgendwas passiert, dass jemand sich plötzlich wieder meldet oder ein Blumenstrauß oder eine Essenseinladung oder was weiß ich, ne? Und vielleicht passiert ja sowas für euch. Das wäre natürlich schön, ne? Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das brauchen jetzt ganz, 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 ganz viele von euch. Ganz viel Liebe und Anerkennung und Zuspruch, ne? Das ist gerade in so Zeiten wie diesen, wo man sich so unsicher fühlt, dann ist das schön, wenn wenigstens ein Bereich im Leben läuft, ne? Das tut dann auch gut und fühlt sich bestätigt, ne? Aber deshalb sage ich, mein Schatz, sorge du auch ein bisschen dafür, ne? Wenn das Universum dir helfen soll, musst du dem Universum auch ein bisschen entgegenkommen. Weißt ja, ne? Wie sagt man so schön, der Himmel hilft denen, die sich auch selbst helfen. Also, wenn du willst, dass das Universum dir hilft, dann komm dem Universum entgegen, indem du halt eben auch zum Beispiel ausgehst. Deshalb gib dir einen Ruck. Sei mutig, ne? Sei eine emanzipierte Person, egal ob ein Mann oder eine Frau bist. Wenn du niemanden hast, mit dem du ausgehen kannst, geh raus, geh alleine raus, Schatz. Hab den Mut. Ich habe das auch alles getan, ja? Würde ich auch wieder tun, also. Ich werde wieder rausgehen und wieder was unternehmen. Ich will ja dieses Jahr nach Berlin, so eine Art Meet and Greet. Muss ich nur gucken, wann und wie und so weiter. Da, ja, das kann ich ja dann noch mitteilen. Ne? Ich habe da schon einige Leute im Verteiler, die dann zumindest eine Info haben wollen. Wenn die Zeit haben, dann kommen die natürlich auch nach Berlin. Dann können wir uns da alle treffen. Ich will zwei Treffen machen. Einmal ein Treffen mit Zuschauern und einmal ein Treffen mit alle, die spirituell arbeiten. Dass man sich mal so trifft, ja. Und sich mal auch kennenlernt persönlich und austauschen kann, ne. Und mal sehen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. 1, 2, 3, 4, 5. Mal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, nur noch eine, glaube ich. Ne? Ja. Und dann kann es auch schon losgehen. Meine Maus. Meine Maus, meine Babymaus. Dann gucken wir mal, was bei dir rauskommt, meine Mickey Maus. We'll see, we'll see, we'll see, we'll see, we'll see. Was haben wir auf der Rückseite? Oh, oh, das ist gut. Das steht für Stabilität, steht für Selbstbewusstsein, steht natürlich auch für jemanden, der besitzergreifend sein kann, kann Vorgesetzter sein. Wenn es eine Phase ist, dann ist es eine stabile Phase. Zum Beispiel auf emotionaler Ebene stabilisiert man sich oder die Lebensverhältnisse stabilisieren sich, ja. Oder eine Person kann natürlich auch im Bereich der Liebe sein. Dann ist es eine Person, die, ja, so wie ein Bär, ja, so ein richtiger Bär. Egal ob Mann oder Frau, ja. Das kann natürlich äußerlich sein, muss nicht unbedingt, kann aber auch so eine Bärenmutter, ja. Ich bin so eine Bärenmutter zum Beispiel. Oder eine Löwenmutter. Eine Person, die halt, ne, so viel Kraft geben kann. Steht auch für Kraft und Beständigkeit, ja. Aber das wird jetzt erstmal nicht mit berücksichtigt. Vielleicht steht es ja im Zusammenhang in irgendeinem Stapel. Aber das lege ich jetzt erstmal zur Seite, okay? Wir gehen auf die Stapel ein. Jetzt zähle ich erstmal, ob ich auch wirklich alle vollständig habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Stapel 1 sind schon mal 6 Karten. Du kannst schon mal überlegen, was du haben willst, wenn du länger brauchst zum Auswählen. Ich sage ja immer, guckt euch alle drei an. Das wirst die alten Schatzi-Hasen, die wissen das mittlerweile. Manchmal ist es sogar zusammenhängend, manchmal stehen zwei im Zusammenhang.
Ja, also das, da nimmst du immer irgendwas mit für dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Du musst ja auch nicht alle in einem Tag anschauen. Du kannst ja heute Stapel 1 angucken, morgen kannst du dir Stapel 2 angucken, übermorgen dann Stapel 3 zum Beispiel. Kannst du auch machen, ne? So passt ja hier unten die Kapitel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mein Schatz. So. Ich werde jetzt ein Schlückchen trinken. Da hast du nur noch mal eine Sekunde Zeit, falls du das Video anhalten willst, zum Sinnieren. Und dann lege ich los, okay? Das ist so ein schönes Raut. Raut wie die Liebe. Raut wie die Liebe. Oh my God, oh my God. Ich finde es so süß, wie er so singt. Oh my God, oh my God. Feeling just begun. Unsere wunderschöne Hexe ist auch mit dabei. Ne? Unsere heidnische Hexe. Das ist ein Zungenbrecher. Heidnische Hexe. Hier, keltische. Keltische Hexe. Ne? Wunderschön. Komplett grün. Green, green, green. Wie das Herzchakra. Grün wie Herzchakra, mein Schatz. Damit wir alle unser Herz öffnen. So, ich werde jetzt erstmal Stapel 3 zur Seite legen. Dann Stapel 2 zur Seite. Nehme ich mein Stativ. Mein Stativ. And then we'll see what will happen for you in your life. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. So, mein Schatzi-Matzi. Und was passiert bei dir? Erste Karte. Oh, was ist denn hier los? Nö, ach komm. Guck mal, vorhin habe ich noch gesagt, 23:23 Uhr. Ist das nicht crazy? Vorhin habe ich noch gesagt, wir haben gerade 23:23 Uhr. Und hier 23:23 Uhr. Was ist hier los? Was ist hier los? Weil die Mäuse stehen für etwas, ja, irgendwas geht verloren, steht auch für Ängste, Verlust. Irgendwas geht zu Ende, irgendwas nagt an einem. Ja, gucken mal. Och Mensch, haben wir die sieben der Stäbe, das ist so ein bisschen in Opferhaltung gehen. Aber vielleicht nimmt das ja ein Ende. We will see. We'll see, we'll see. Dann, oh, okay. Dann haben wir hier die Eulen, die Vögel. Macht sich jemand Sorgen? Macht ihr euch Sorgen um eure Eltern oder um einen Elternteil? Nur die Eulen können hier für Eltern stehen, nicht nur. Aber also im Grunde kann ich sagen, ist es gar nicht mal so schlecht jetzt, denn die Eulen stehen auch für Aufregung, ne? Oh my God, oh my God. stehen auch für Zweifel und Hektik und Stress, ja? Kann auch, also jetzt die Konstellation kann. Ja, es kann auch für ganz viele andere stehen. Ihr wisst ja, Lenormand, da hast ja, es gibt 4000 Kombinationen für alle, die das nicht wussten. Es gibt 4000 Lenormand-Kombinationen. Okay? Es kann dafür stehen, dass Hektik und Stress und Zweifel ein Ende nehmen. Okay? Wir müssen das im Kontext sehen. Wir haben ja noch hier jede Menge Karten. Weißt du, immer wenn ich schweige, bin ich am Channel Manager, da gucke ich, was die mir hier schon sagen wollen. Für alle, die Magenprobleme hatten, das kommt hier vom Stress. Das könnte jetzt aber demnächst mal aufhören. Das kann auch vielleicht noch ein bisschen dauern, aber wahrscheinlich, weil der Stress aufhört. Wegen irgendwas macht man sich verrückt, okay? Einige von euch sollten mal zum Augenarzt gehen. Irgendwas ist mit den Augen. Mit der Netzhaut. Irgendwas ist da, mein Schatz. Okay? Du könntest zum Beispiel so schwarze Punkte sehen. Vielleicht hast du, wenn du eine Brille trägst, dann wird es Zeit, dass du nochmal guckst, ob die Brille, die du trägst, ob die überhaupt noch gut ist, denn irgendwie die Sicht hat sich verschlechtert. Okay? Bei einigen von euch, wo sich die Augen verschlechtert haben, bitte, 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 das hat irgendwas hier im Magenbereich zu tun. Zum Beispiel gerade
für Leute, die Diabetes haben oder Prädiabetes, da muss man aufpassen, denn gerade diese Autoimmunkrankheiten, eine der ersten Anzeichen sind oftmals Probleme mit der Sicht, okay? Du denkst, du brauchst eine Brille, aber eigentlich, die eigentliche Ursache könnte im Magenbereich sein, dass irgendwas nicht stimmt, wie zum Beispiel Diabetes, okay? Also da mal prüfen lassen. Lass uns mal weiterschauen. Dann wäre die Wolken. Was ist das hier für ein Stapel? Sag mal. Was ist das denn hier bloß? Na gut, wir haben es hier an der hellen Seite, das ist schon mal gut, aber müssen wir mal gucken, was hier an der dunklen Seite rauskommt. Was ist hier los? Haben wir hier den König der Stäbe? Haben wir hier 6, 7 der Münzen, 7 der Stäbe. Wir haben hier zweimal die 7. 7 der Stäbe ist so der Mann. Aber eigentlich 7 der Stäbe ist, es geht. Also man ist in einer guten Position. Ne? Man muss sich gegen irgendwas wehren, aber man ist in einer guten Position. Die 7 der Münzen ist so die Warterei. Ach, okay. Irgendjemand hält sich zurück, weil man Angst hat, Zweifel hat. Das ist jetzt hier, weil wir die Vögel stehen halt natürlich auch für die Eltern. Also entweder hat sich jemand zurückgehalten in der Liebe zum Beispiel, weil man Angst hatte, dass die eigenen Eltern den anderen nicht akzeptieren. Also du hast es vielleicht mit jemandem zu tun, der oder die hat sich jetzt bislang dir gegenüber zurückgehalten, hat sich Zeit gelassen, 7 der Münzen, weil man nicht weiß oder Sorge hat, ob die Eltern das für gut heißen, wenn ihr zwei zusammenkommt. Ja? Das kann religiöse Hintergründe haben, das kann gesellschaftliche, kulturelle Hintergründe haben. Ach, da gibt es 1000 Gründe, warum die Leute sich so verrückt machen und glauben, dass jemand nicht in die Familie passen könnte oder dass die Eltern was dagegen haben könnten, okay? Und gut möglich, dass vielleicht ein Elternteil gerade, nur als Beispiel, du hast es mit jemandem zu tun und diese Person, dessen Eltern ja, sind vielleicht ein bisschen komisch in ihren Ansichten. Und ein Elternteil macht aber gerade was durch. Also gesundheitlich durch. So, und jetzt will er oder sie nicht auch noch ankommen und sagen, ja, ich bin in jemanden verliebt und diese Person hat andere Lebensansichten oder hat einen anderen Lebenswandel oder hat einen anderen Hintergrund, Background. Und dann will man nicht das Elternteil, das schon gesundheitliche Probleme hat, noch damit belasten. Okay? Das gibt es leider auch. Das ist sehr speziell. Ich habe hier noch andere Themen, die durchkommen. Aber das ist jetzt eine der Dinge, die halt extrem durchkommen. Was hier auch der Fall sein kann, ist, das muss gar nicht mit dir jetzt als Person zu tun haben. Indirekt natürlich schon, klar. Einige von euch machen sich scheinbar Sorgen, entweder um eine Vaterfigur oder um eine Mutterfigur. Da könnte gesundheitlich irgendwas sein, okay? Oder dein Vater macht sich Sorgen um deine Mutter oder deine Mutter macht sich Sorgen um deinen Vater. Du könntest es demnächst erfahren. Also demnächst könntest du erfahren, oh Gott, ne, Papa hat irgendwie Probleme mit Magen-Darm oder Mama hat Probleme mit ihren Augen oder irgendwas, dass man dir das mitteilen wird. Wir haben hier Löwe, Schütze, Widder. Lass uns mal weiterschauen. Ja, bei den Ringen. Ja, guck, wegen einer Verbindung, wegen den. Das ist unglaublich. Es geht um den Beginn einer Verbindung. Das Ass der Stäbe. Und hier macht sich jemand in die Hose. Wenn es nichts mit der Familie zu tun hat, dann ist diese Person ist total im Kopf gefangen. Hier hat jemand Angstzustände. Hier hat jemand Bindungsängste. Und zwar der Superlative. Ich weiß nicht, wenn es noch eine Superlative auf der Superlative gäbe, würde ich es nennen. Hier hat jemand extreme Zweifel und wahnsinnige Angst. Ich habe ja auch Verlustängste.
Also entweder seid ihr das oder jemand, mit dem ihr es zu tun habt, macht sich gerade in die Hose vor Angst, dass man verlassen wird oder dass hier eine Trennung ist. Oder jemand hat gerade eine Trennung durchlebt, dann kann es dafür stehen, dass jemand gerade mega Depri drauf ist. Du könntest es mit jemandem zu tun haben, der oder die hat sich gerade frisch getrennt, okay? Und hat jetzt Angst, sich auf was Neues einzulassen. Vielleicht hast du jemanden kennengelernt oder du hast es mit jemandem zu tun, der frisch getrennt ist, ja? Und hier hat man jetzt Angst. Also das sind extreme, das sind diffuse Ängste, die hier liegen, ja? Aber die werden sich aufklären. Wir haben es ja hier an der hellen Seite der Wolken. Etwas klärt sich auf. Wollen wir mal weiterschauen? Eine Veränderung. Haben wir jetzt hier Königin der Kelche. Das ist hier Fische, Krebs, Skorpion. Das kannst du sein, das kann er oder sie sein. Das kannst auch du sein hier, ne? Da haben wir die. Irgendeine Veränderung hat stattgefunden. Ja, siehst du? Oh, ja, hier ist dritte Person. Okay. Hier ist noch eine Person. Und hier haben wir jetzt die Königin der Sterbe. Löwe, Schütze, Widder. Vor allen Dingen haben wir hier einen Altersunterschied. Ne? Die Schlange ist nur für jemanden, der älter ist. Und dann haben wir jemanden, die jünger ist oder der jünger ist. Das ist egal, ob Mann oder Frau ist. Und wir hier zwei Frauen haben, das können zwei Männer sein und das kann für eine Frau stehen. Also entweder stehst du zwischen zwei Stühlen oder die Person, mit der du es zu tun hast, steht zwischen zwei Stühlen. Ich gehe gleich auf andere Lebensbereiche, die nichts mit der Liebe zu tun haben. Aber ich wusste, dass es irgendwas mit der Liebe ist, dann kam auch schon der Ring raus. Habt ihr gesehen? Das ist dann schon die Bestätigung. Bei einigen von euch ist es die Angst, dass irgendein Vertrag sich auflöst oder dass ein Vertrag nicht klappt oder Angst vor Kündigung. Wir klären das, Schatz. Dafür bin ich ja da. Ich bin da, um dir zu helfen, um deine Situation zu klären, okay? Lass mich nur kurz in die Karten reingehen. Auf jeden Fall hat eine Person, wer immer das auch ist, hat hier Ängste, Zweifel, steht zwischen zwei Stühlen. Es ist auch gut möglich, dass jemand sich getrennt hat und eine andere Person hat jetzt Sorge, dass er oder sie in eine neue Beziehung übergeht. Das kann auch sein. Vielleicht hat man hier irgendwie Wind von bekommen. Und das hatten wir schon mal. Wo hatten wir das denn? War das in einem der Matrix-Orakulum, wo jemand sich entscheiden muss zwischen entweder zwei Menschen, die unterschiedlichen Alters sind, oder unterschiedlichen Reifegrades, wenn sie im selben Alter sind. Aber hier macht sich jemand mega in die Hose und hat Zweifel und ist ein bisschen Depri. Ich habe hier auch ein bisschen Kluck, Kluck, Kluck. Irgendjemand. Weil die Mäuse kann auch für Alkohol stehen, ne? Auch hier rauchen, ne? Also hier gibt sich jemand die Kante. Und wenn es das nicht ist, dann sind das einfach Depri. Das sind so, das ist Kopfkino. Kopfkino ohne Ende sich reinsteigern. Und es kann auch sein, Entschuldigung, mein Schatz. Ich habe gerade hier mein Speichling in die Speiseröhre. Es kann auch gut möglich sein, guck, ich spreche noch von Rauchen, dann muss ich direkt husten. Es kann auch sein, dass jemand einen Neuanfang mit dir will und hat aber Angst, dass das nicht klappt. Du könntest zwischen zwei Stühlen stehen. Du könntest es mit zwei Menschen zu tun haben. Vielleicht ein Ex oder eine Ex, der oder die will wieder zu dir zurück. Und diese Person oder dein Ex oder wer immer das auch ist aus der Vergangenheit, macht sich verrückt, hat Albträume regelrecht, dass du nicht mehr willst, okay? Dass du mit jemand Neuem was beginnst. Und münz es auf deine Situation. Das ist wirklich, das ist so vice versa, ne? Also das kann, die Rollen können vertauscht sein, sowohl als auch. Du musst halt gucken, in welcher Situation du steckst. Bist du die Person,
die jetzt mit einem Ex zu tun hat und der oder die will was wieder was von dir und du willst aber nicht und spürst, dass er oder sie Angst hat, dass du nicht mehr willst, oder bist du die Ex oder der Ex, der oder die wieder zu jemandem zurück will und du hast Angst, dass er oder sie nicht mehr will. Und die Person deines Begehrens könnte mit jemand Neuem etwas beginnen, okay? Also hier muss man halt die Situation so münzen, in der du dich gerade auch befindest. Auf jeden Fall sehe ich, dass hier Personen auch Einfluss haben. Hier wird jemand, das hatten wir in den letzten Orakeln permanent, dass hier Personen Einfluss haben. Hier könnten zum Beispiel die Eltern, zum Beispiel deine Eltern, könnten dir davon abraten, dich auf jemanden einzulassen, der oder die wieder zu dir zurück will. Oder dir abraten, dich auf eine Person einzulassen und du bist verunsichert. Du weißt nicht, was du tun sollst. Aber auf jeden Fall sehe ich hier mehrere Optionen. Wer mit wem? Das ist jetzt hier, oh Gott, können wir direkt Schach spielen, ne? Das ist hier offen, weil jeder von euch steckt in einer anderen Rolle, in einer anderen Position. Auf jeden Fall hat sich hier eine Veränderung eingestellt. Und diese Veränderung verunsichert hier jemanden. Und zwar enorm. So sehr, dass man schlaflose Nächte hat, dass man nervlich angespannt ist, so sehr, dass man schon was hier, dass sich einem der Magen dreht. Aber langsam hat man einen Durchblick, ne? Die Vögel an der hellen Seite der Wolken kann auch dafür stehen, dass man langsam, aber sicher einen Durchblick bekommt. Deshalb also, auch wenn das jetzt alles so negativ wirkt, eigentlich ist es positiv. Das ist ja, das ist ein Einfluss, der am Verschwinden ist. Ist noch da, aber er wird verschwinden. Also eine Person hier wird bald wissen, was man will. Das klären wir auch noch, ne? Und das Gleiche gilt auch mit einer Position. Also im Job zum Beispiel. Du könntest Angst haben. Vielleicht sind die gerade dabei, umzustrukturieren. Und es wären einige Leute hasta la vista, ne? Und du könntest jetzt Sorge haben, ob du mit dabei bist. Aber ich muss dir sagen, der Kelch wird an dir vorübergehen. Es wird Veränderungen geben. Du könntest durchaus erleben, dass in deinem Vertrag oder dass mit deinem dass dein Vertrag neu geschrieben wird oder dass es neue Compliance gibt oder neue Richtlinien oder mit deinem Aufgabengebiet. Aber ich habe nicht, dass du gehst. Einige Leute gehen, definitiv, aber du bist nicht mit dabei, auch wenn du schlaflose Nächte hast, wie gesagt. Also an euch wird der Kelch vorübergehen und du wirst es auch bald erkennen. Bald wirst du sehen, ah, okay, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht mit mir, ne? Das gilt jetzt für alle, die im Angestelltenverhältnis sind. Und einige von euch werden sich, entweder weißt du schon oder steht dir bevor, einige von euch werden sich zwischen zwei Stellen entscheiden müssen. Zwei Arbeitsstellen habe ich hier. Und ihr macht euch verrückt, weil ihr euch natürlich nicht für das Falsche entscheiden wollt, ne? Aber auch hier habe ich, du wirst dich schon für das Richtige entscheiden. Mach dir keine Sorgen. Für alle, die einen Zweitjob haben, da sehe ich schon, dass ein Zweitjob zu Ende geht. Entweder willst du es so, oder es kann sein, dass man dir sagt, nee, wir brauchen sie nicht mehr. Aber das ist nicht dein Hauptjob, das ist ein Zweitjob. Weil das ist hier eine Teilzeitstelle. Eine Teilzeitstelle geht zu Ende. Lass uns mal in die Klärung gehen. Das müssen wir jetzt mal hier klären. Was da los ist hier? Was ist los hier? What is hier los? Was passierte ihr? Heute nehme ich mal die Vera Sibilla. Die Vera Sibilla mit. Ich werde hier mit mehreren Decks klären. Lass mich mal erstmal hier mit diesen mal hier klären.
Ich will mal hier jetzt diese Ecke hier prüfen, was das ist. Ja. Also auf jeden Fall Unklarheiten in Verbindung, ne? Weil wir hier den Ring an der dunklen Seite der Wolken haben, so Unklarheiten. Wer mit wem, wer, was, wie, soll ich nicht, will ich noch, will ich nicht. Cancer, das ist jetzt hier viertes Haus, das ist wieder Familie, das kann hier eine Mutterfigur sein, die haben wir sie ja. Also ich sag ja, einige von euch machen sich große Sorgen um eine Mutterfigur. Irgendwas ist mit einer Mutterfigur. Mond. Mond ist the mother. Mit dem Zuhause, bei einigen von euch. Da kann es sein. Ah, okay. Einige von euch haben irgendwie Stress mit Nachbarn. Oder ihr seid traurig. Wenn ihr umzieht, es kann gut möglich sein, dass einige von euch umziehen werden, weil ich habe das hier, Umzug. Ah, okay, du könntest irgendwie deinen Nachbarn, vielleicht verstehst du dich sehr gut mit deinen Nachbarn, du könntest diesen erzählen, dass du jetzt demnächst umziehst. Und die werden todtraurig sein, dass du gehst. Wirklich traurig, richtig, aber so richtig traurig. Also ich habe hier sogar, dass hier deine Nachbarin sogar auch weinen könnte, weil die nicht will, dass du gehst. Oder beide, die Nachbarn. Ich habe hier Nachbarn, die wirklich unsagbar traurig bist, dass du gehst. Dass man hier sogar auch weint. Oh, mein Schatz. Und das Gleiche kann auch für dich stehen. Du könntest das irgendwie traurig sein, dass irgendwer geht. Bei euch in der Nachbarschaft oder im Haus. Weiter schauen. Irgendwas ist hier eine Family. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder das vierte Haus. Weil Sternzeichen Krebs steht zum vierten Haus, also Mond. Sternzeichen Krebs ist viertes Haus und Mond. Jetzt haben wir Krebs und viertes Haus. Also es ist doppelt hier Sternzeichen Krebs, ne? Im vierten Haus. Irgendwas ist mit dem Zuhause. Entweder machen sich einige von euch Sorgen. Da sind irgendwelche Unklarheiten im Haus. Stress können auch Renovierungen sein. Da muss irgendwas renoviert werden. Einige von euch machen sich Sorgen, ob sie eine Wohnung bekommen. Wir klären gleich noch mehr. Ich will nur mal gucken. Irgendwas ist hier unklar mit einem Vertrag. Irgendein Vertrag ist unklar. Etwas, das ewig auf sich warten lässt oder ewig auf sich hat warten lassen. Was ist denn hier los, Schatz? Lass mich mal hier checken hier. Wir haben es schon hier zweimal. Irgendwas ist auch mit Family. Irgendwas ist mit Family. Das muss dich gar nicht persönlich betreffen. Dass du könntest, irgendwas ist mit deinen Eltern oder mit einem Elternteil oder in der Familie. Wenn du erwachsene Kinder hast, könntest deine Kinder sein. Lass uns mal gucken. Lass uns mal hier klären, was da. What is your loss? Was ist denn hier mit dem Zuhause und Familie und Mutterfigur? Ich habe hier übrigens auch schlechte Wetterbedingungen. Seid ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier so Glatteis, könnte auch Schnee sein. Einige müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe hier irgendwas ist mit der Sicht, ne? Mit der Sicht stimmt etwas nicht. Und einige von euch könnten Probleme mit dem Auto haben, gerade wegen der Wetterverhältnisse. Bitte lasst eure Reifen prüfen. Tut mir bitte den Gefallen. Ja, ich habe hier Reifen.
Irgendwas ist mit den Reifen. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr da noch so irgendwelche aalglatten Sommerreifen habt. Seid vorsichtig bitte. Ich habe hier Glatteis, Schlittern, irgendwas. Das ist nicht so schön, was hier liegt. Ich habe hier so Schlittern. Gerade so, weil ich habe hier, einige von euch fahren so über Land, also wo nicht gestreut ist und da ist es extrem glatt. Ich habe hier schlechte Wetterbedingungen. Ach, vielleicht macht ihr euch Sorgen, dass irgendwas mit dem Dach ist. Vielleicht tropft da Wasser durch oder was ist da? Hier, guck mal, ständig hier die vier. Vier der Kelche habe ich. Etwas, das man nicht will. Also hier kämpft jemand gegen irgendwas an. Also entweder kämpft jemand dagegen an, sich auf dich einzulassen, obwohl jede Menge Gefühle da sind, aber dann, das ist hier ein klassischer Fall von Bindungsangst. Kannst du mir sagen, was du willst? Hier hat jemand einfach nur Angst. Oder man hat Angst, wenn man sich auf dich einlässt, dass jemand aus der Vergangenheit zurückkommt und dann ist man besetzt oder so. Hier hat jemand Angst, dass man falsch pokert. Das ist natürlich unfair, ne, was hier läuft. Weil ich hier nämlich habe, dass es gut möglich ist, dass jemand dich nicht verlieren will. Also man möchte dich als Option behalten. Man möchte sich aber noch nicht auf dich einlassen, weil man noch gucken will, wie das andere läuft. Das ist natürlich fies, ne? Das ist fies. Eieiei. Was ist das hier bloß? Weil das Gleiche habe ich auch im Job. Und da ist es egal, ob du selbstständig bist oder im Angestelltenverhältnis. Hier könnte sich ein Arbeitgeber mehrere Möglichkeiten und Optionen offen lassen. Das Gleiche gilt auch für Kunden. Wenn du selbstständig bist, dann hast du hier irgendwelche Kunden, der dich warm hält. Ne, irgendeine Firma hält dich warm und jemand anderes warm, der oder die im selben Bereich oder die gleichen Dinge tut, die du auch tust. Dasselbe anbietet, was du auch anbietest. Aber man will sich nicht auf einen von euch festlegen, weil man dann Angst hat, wenn man sich da festlegt, dann könnte man die falsche Entscheidung getroffen haben und feststellen, dass man doch hätte mit dem anderen mitziehen sollen. Also hält man zwei warm. Aber langsam aber sicher, werdet ihr ungeduldig. Weil ihr wollt jetzt natürlich wissen, was ist denn jetzt? Ne? Ich habe mich beworben. Wird das noch was werden? Und entweder hält man dich hin und vertröstet dich. Und der Grund ist, weil es noch jemand anderes gibt. Diese Firma hat mehrere Optionen. Die haben scheinbar mindestens zwei, drei Bewerbungen, wo sie sich einfach nicht entscheiden können und Angst haben, sich auf einen, aber irgendwann kommt der Moment, wo sie sich einlassen müssen. Alles, was ich sage, kann auch für dich stehen. Vielleicht hast du zwei Optionen, wohnliche Optionen. Es können auch zwei Autos sein. Und du machst dich verrückt. Hier hat jemand einfach Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und das bereitet einem Magenschmerzen, bereitet einem Kopfzerbrechen, Zweifel. So schon teilweise hat man auch Angst, diese Entscheidung zu treffen. Hier hat jemand auch Angst, wenn es Bindungsängste sind, dann hat jemand Angst vor einem Korb. Wenn sich bislang jemand nicht auf dich eingelassen hat, dann nur aus Angst, einen Korb zu bekommen. Hat jemand wahnsinnige Angst, einen Korb zu bekommen? Man erträgt das nicht. Ihr sagt ja schlaflose Nächte. Also, wenn du jemanden magst und du würdest gerne diese Person näher kennenlernen, diese Person druckst rum, dann liegt es daran, dass er oder sie Angst hat, von dir letztlich einen Korb zu bekommen. Aber no risk, no fun. Drei der Kelche, was habe ich gesagt hier? Hier sind mehrere Optionen. Drei der Kelche, mein Schatz. Hier muss sich jemand entscheiden. Hier könnte sogar jemand die Wahl haben zwischen drei Frauen oder drei Männern. Ach du lieber Gott.
Hat jemand drei Personen zur Auswahl? Es kann eine Ex oder ein Ex sein, dann eine aktuelle Person und eine Person, die man vielleicht erst kürzlich kennengelernt hat oder wo sich was entwickelt. Ach, du lieber Gott. Ja, ich sag dir, hier hat jemand Angst, dann die falsche Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt mich für die entscheide und gegen die anderen beiden und feststelle, das wird dann nichts mit dieser Person, das war die falsche Entscheidung, dann habe ich mir vielleicht die anderen zwei vergrault. Wenn ich mich aber auf die einlasse, dann haut mir die andere vielleicht ab. Oder der andere. Ach du lieber Gott. Und das gleiche habe ich auch im Job. Kannst du wirklich auch jetzt münzen, wie du willst, ne? Das kann in der Liebe sein, das kann im Job sein. In Freundschaften kann es lediglich dafür stehen, dass jemand nicht weiß, für wen man Partei ergreifen soll. Ihr könntet hier Beef haben. Ihr habt Beef und eine Person oder ihr erwartet jetzt von der Person, ja, wem gibst du jetzt recht? Du musst dich jetzt entscheiden. Und die Person hat Angst, euch allen dreien recht zu geben. Weil wenn man dir recht gibt, dann sind die anderen beiden beleidigt. Wenn man der recht gibt oder dem, dann bist du vielleicht beleidigt. Und das Gleiche, das kann auch dir so ergehen, dass du Angst hast, eine Entscheidung zu treffen, weil dann zwei andere sich auf den Schlips getreten fühlen. Das kann ein Kollegenkreis sein, es kann auch innerhalb der Familie sein, ganz besonders in der Familie, weil ich hier das vierte Haus habe zweimal. Es kann auch sein, dass man Angst hat, ihr habt euch vielleicht im gesundheitlichen Bereich, habt ihr euch mehrere Meinungen eingeholt. Und jetzt wisst ihr nicht, jetzt wisst ihr wahrscheinlich noch weniger als vorher, weil jetzt habt ihr mehrere Expertenmeinungen und jeder von ihnen empfiehlt euch eine andere Form der Therapie. Und jetzt macht ihr euch verrückt, weil ihr Angst habt, die falsche Entscheidung zu treffen. Someone refuses to make a decision. Also irgendjemand weigert sich, eine Entscheidung zu treffen. Aber man muss jetzt irgendwann demnächst eine treffen. Jemand betreibt hier Salamitaktik. Das ist hier Salamitaktik. Hier ist jemand am Pokern. Papa, Papa, Pokerface, Papa, Pokerface. The Emperor. Aber endlich kommt hier Ordnung rein. Das erinnert mich an Braveheart hier. Freiheit. Braveheart. Guck mal, hier hinten ist eine Frau. Nagadai. Aber guck mal hier, der Herrscher, normalerweise der Herrscher, der sitzt auf dem Thron, hat alles im Griff. Aber hier, guck mal hier, der Herrscher, der ist selbst hier, der ist auf dem Pferd gestiegen und dann brüllt er los und stürzt sich in irgendwas rein. Das ist hier die Emperor, das ist hier so Widderenergie. Und schon wieder die vier. Vier, vier, vier. Diese Situation ist geschützt. Die hier in der Reisegruppe sind, müssen sich keine Sorgen machen. Das ist eine geschützte Situation, auch wenn man Angst hat. Also, weil ich sehe hier, entweder haben hier alle Beteiligten Schiss, dass alle Beteiligten hier die falsche Entscheidung treffen oder dass jemand sich für jemand anderes entscheidet. Aber das, was hier passiert, ist geschützt. Hier hat sich schon jemand offenbart oder sein wahres Selbst gezeigt. Hier, ne, wie gesagt, hier die, so hier, ne, Gedächen. Aber the Emperor, der Herrscher, der reitet davon, der reitet weg. Die Person bleibt hier sitzen. Man lässt irgendjemanden zurück. Und der Herrscher, weil der Herrscher steht für eine neue Ordnung. Das Leben anpacken, alles im Griff haben, der Herrscher, so wie die Herrscherin auch, verkörpert alle Könige. Der Herrscher
der verkörpert den König der Sterbe, den König der Schwerter, König der Münzen, König der Kelche. Der vereinigt alle Könige in sich. Deshalb ist er der Herrscher. Aber hier ist er, guck mal, hier ist er wie so König der Schwerter. Wie der König der Schwerter oder wie ein Ritter der Schwerter sogar. Also hier hört jemand, ist voller Leidenschaft, aber trifft eine Entscheidung mit dem Kopf, nicht mit dem Bauch. Und die Entscheidung, die man trifft, ist, jemanden zurückzulassen. Und diese Person sitzt hier auch ganz gemütlich, die ist so ganz unbedarft, das juckt die nicht, ob der Herrscher hier geht. Guck, das juckt die überhaupt nicht hier. Und das hat man erkannt. Und jetzt ist man aber, man brennt und ist voller Leidenschaft, ne, hier roter Mantel. Man ist voller Leidenschaft für etwas Neues. Neubeginn. Hier Ass, hier trägt man das Ass der Schwerter, ne? Und hier haben wir den Ass, hier haben wir Ass der Stäbe. Man ist voller Leidenschaft. Guck mal hier, man stürzt sich so, yeah, auf in den Kopf hier. Ich hol's mir. Also hier kommt, deshalb sage ich, hier kommt jemand aus seiner Angst raus. Jemand lässt die Ängste oder die Person oder irgendwas hinter sich und stürzt sich dann in was Neues und baut, weil der Herrscher steht für auch für etwas Neues aufbauen, etwas auf eine gute und stabile Ebene bringen. Das Leben im Griff haben, eine Situation im Griff haben. Also so wie es aussieht, wer immer hier die zu entscheidende Person ist, also wer immer hier der Entscheidungsträger ist, und man hat bisher hier die Entscheidung verweigert, weil man Angst hat, entweder sich für das Falsche zu entscheiden oder einen Korb zu bekommen. Guck mal, was witzig ist. Ist das nicht witzig? Guck mal, hier ist auch eine Person da hinten. Siehst du das? Und hier ist auch eine Person. Hier, diese Person dreht dem anderen den Rücken zu. Ablehnung. Hier wurde jemand abgelehnt. Und hier hat man zum Beispiel das Stab, hier hat man einen Stab, wie das Ass der Stäbe, das haben wir hier auch. Und hier trägt man das Ass der Schwerter. Hier lässt jemand etwas zurück, weil man sich, weil guck mal, hier dreht man dem anderen den Rücken zu und hier so, hier macht man sein eigenes Ding. Und beide juckt es nicht, was diese Person hier macht. Die hinten sind, juckt es nicht, was diese Person hier macht. Hier kommt jemand aus seiner Depri-Phase raus. Guck mal, hier ist man so depressiv und guckt da so auf die Kelche und hier, guck, stürzt sich jetzt jemand voller Leidenschaft in irgendwas Neues. Ich sag ja, Neubeginner, Ass der Stäbe. Hier guckt man noch auf das Ass der Stäbe, aber man packt es noch nicht an. Guck, so dieses, weiß nicht, will nicht. Aber jetzt hier, so. Aber dann. Auf und boah, hier will es jemand dann aber so richtig wissen. Wenn du das bist, wenn du dich in irgendeine Angelegenheit bisher, wenn du rumgedruckst hast, du hast an altem festgehalten, hast an deinem alten Job festgehalten, weil du Angst hast vor was Neuem oder vor neuen Aufgaben. Oder bisher hast du dich, wenn du es bist, vor etwas oder vor jemanden gedrückt. Du hast dich gedrückt, dich auf etwas einzulassen, was aufregend sein könnte. Du hast die Veränderung hinausgezögert. Hier hat jemand etwas extrem lange hinausgezögert. Sag dir, entweder bist du's oder die Person, mit der du es zu tun hast, kann auch eine Firma sein, kann ein Kunde sein oder es kann auch Geldgeber sein. Vielleicht geht es hier um ein Projekt und das ist eine Bank oder das sind Kreditgeber, Geldgeber, Sponsoren und die haben dich, die lassen dich hier schon seit Ewigkeiten zappeln und warten, weil die Angst haben, die haben schlaflose Nächte, dass sie hier eine Fehlinvestition machen mit dir. Dass das hier in die Hose gehen könnte. Aber plötzlich bald sieht man die Dinge klar. Weil die Eulen können auch für Klarsehen stehen. Bald sieht man die Dinge klar, man lässt die Angst los. Hier kämpft man noch gegen an, sieben der Stäbe.
und lässt sich Zeit, 7 der Münzen. Auch die Schlange ist so dieses ewig hinausziehen. Die Veränderung verzögern, hinausziehen. Die Veränderung, sich auf etwas einzulassen, der Ring, Ast der Stäbe. Unklarheit, viel, viel Unklarheit schaffen, vor allen Dingen, bei allen Beteiligten. Und das hört jetzt auf. Das hört jetzt auf. Einige von euch, die bisher ewig einen Umzug bisher ewig hinausgezögert haben, ich möchte dir sagen, dass du jetzt demnächst, und das ist jetzt, Widderzeit. Und der Widder steht ja, ist nicht mehr lange. März, April ist Widder. Ihr werdet jetzt um die, wenn die Sonne in den Winter, wenn die Sonne in den Winter wandert, wenn die Sonne in den Widder wandert, dann startet ihr so aber volle Lotte durch. Und das kann auch dafür stehen, dass ihr endlich die richtige Wohnung findet. Sag ihr, also alle, die bisher rumgedruckst haben und so, trau mich nicht, Umzug und vielleicht vom Regen die Traufe und so, oder neuer Job, die hier in der Reisegruppe sind, ob du es bist oder ob es jetzt um die Person geht, mit der du es zu tun hast, wird voller Euphorie, vollen Mutes, denn der Widder steht für volle Kraft voraus. Sich seiner bewusst werden, wissen, was man will. Der Widder geht mit dem Kopf durch die Wand. Der holt sich das, was er will. Und der Grund ist, weil man jetzt bald, oder man ist im Begriff zu verstehen, dass etwas einfach nicht sein soll. Ich sag ja, guck hier, juckt diese Person nicht. Hier, dreht dem Mann an den Rücken zu. Deshalb sage ich, jemand könnte bald begreifen, warum mache ich mich hier verrückt für jemanden oder für etwas, das mich nicht will. Ich stürze mich jetzt in was Neues, voller Leidenschaft, und da ist aber hier, aber volle Latte. Deshalb sage ich ja, entweder das ist ein neuer Job. Einige von euch haben bisher Schiss gehabt, sich auf was Neues einzulassen. Es kann auch was ganz Profanes sein, sowas Bananes wie zum Beispiel, du hältst schon seit einer gefühlten Ewigkeit an deiner alten Gurke fest, damit meine ich dein Auto. Na, du willst es irgendwie, ja, du hängst halt an dem Auto, aber das Auto will dich nicht mehr, weil es hat immer mehr Wehwehchen. Und jetzt suchst du dir das richtige Auto, okay? Ich sag das, weil wir hier, sagen wir, das vierte Haus haben. Krebsenergie. Ein viertes Haus kann auch für ein Auto stehen. Also hier wagt man es endlich. Hier, wer immer das auch ist, das musst du auf deine Situation münzen, wer immer sich hier Zeit gelassen hat, Angst hatte vor Entscheidungen, vor der falschen Entscheidung oder einfach an etwas festgehalten hat, das nicht mehr will, ne? Wie gesagt, im Englischen sagt man beating a dead horse, ne? Also hier so ein totes Pferd zum Leben erwecken wollen. Geht nicht. Und das erkennt man jetzt demnächst. Oder ist im Begriff, es zu erkennen. Wenn es gesundheitliche Themen sind für dich oder für eine Person, um die du dir Sorgen machst, dann habe ich hier, also um die ab der Widderzeit, März, April, eine starke Verbesserung. Starke Verbesserung des gesundheitlichen Wohlbefindens. Hier wird jemand auch irgendwas verändern. Einige von euch werden mit dem Rauchen aufhören, weil ich hier die helle Seite der Wolken habe. Oder reduzieren. Einige von euch könnten irgendwelche Rauschmittel reduzieren. Oder sogar auch die Ernährung umstellen, habe ich auch. Weil ich hier Darm habe, einige von euch wirklich stellen die Ernährung um. Und das ist der Grund, warum euer Wohlbefinden oder wer immer hier gesundheitlich betroffen ist, warum euer Wohlbefinden sich aufs Extremste verbessert. Man gibt hier irgendein Laster auf oder reduziert es. Und ich sag ja, bei einigen von euch kann es sogar eine komplette Ernährungsumstellung sein.
Und dadurch verändert sich das gesundheitliche Wohlbefinden um ein Vielfaches im positiven Sinne. Die drei der Schwerter. Ach du lieber Gott, was ist das bloß für ein Stapel, sag mal. Das ist so complicated, drei der Schwerter. Hier kann Betrug, irgendjemand fühlt sich betrogen, hintergangen. Und wir haben hier lauter Dreier auch, gell? Wir haben so doppelt. Zweimal vier, zweimal sieben. Hier sieben, sieben. 23, 23. Okay, die sind jetzt alle doppelt, aber vorhin hatten wir die 23, 23. Krebs ist viertes Haus, die Zahl 4, nochmal die Zahl 4, wir haben hier 4, 4, 4, 4. Man ist beschützt. Wer immer hier im Stapel ist, ist hier beschützt. 4, 4, 4 ist eine Engelszahl. Das ist hier wirklich von Gott und den Engeln beschützt sein. Diese Situation ist beschützt. Und man fühlt sich hier entweder vom Leben verraten, von jemandem im Stich gelassen, betrogen, ist egal. Also was immer hier ist oder war, man fühlt sich in dieser Situation verraten, im Stich gelassen, belogen, hintergangen. Und das kann auch vom Schicksal, sich vom Schicksal verraten fühlen sein. Und das lässt man aber alles hinter sich. Das lässt man alles hinter sich. So die Zeit, weißt du, so dieses Verdruss oder ein Selbstmitleid verfallen, weil das ist hier Depri, Schatz, das ist hier Depri, okay? Und jemand kommt da raus, aus dieser Angst und Depri und Zweifel und das lässt man alles hinter sich. Laster, Dinge, die ungesund sind, die einem nicht gut tun, das hört alles auf. Und das beginnt so, März, April ist so die Zeit. Gibst uns bitte noch eine Karte, liebes Universum. Die Sechs der Kelche. Hier haben wir jetzt hier. Sechs der Kelche kann für Kinder stehen. Sechs der Kelche steht hier auch für die Vergangenheit, Erinnerungen. Ja, hier war jemand in Nostalgie die ganze Zeit. Und ich sagte ja, in der Liebe ist das wie ein Ex. Eine Ex oder ein Ex will wieder zurück und du willst nicht. Oder andersherum. Du willst mit einem Ex, mit einer Ex was anfangen, aber er oder sie will nicht. Oder du hast Angst, dass er oder sie nicht will. Und in der Vergangenheit muss vieles schiefgelaufen sein. Jetzt haben wir gerade 0:23 Uhr. Also die 23 scheint für euch einige von euch sehr wichtig zu sein. Die Zahl 23 kommt so signifikant durch heute. In der Vergangenheit ist hier einiges schiefgelaufen. Entweder, ich sag ja, entweder ist hier jemand ein extrem gebranntes Kind oder man hat es hier noch mit einer Ex oder mit einem Ex zu tun. Denn die Schlange kann für hier Ex-Frau oder, weil es eine allgemeine Legung ist, ein Ex-Mann sein oder eine Ex-Freundin oder ein Ex-Freund. Da ist viel Verrat, Lug, Betrug und so weiter gewesen und etwas hat sich wiederholt oder wird sich wiederholen. Zwei der Stäbe, eine Entscheidung. Was habe ich gesagt? Hier wird jetzt eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung befreit einen von all dem, was hier liegt. Wirklich. Pure Befreiung. Guck hier, 10 der Schwerter. Guck, finito. Finito, Ende Gelände, finito. Etwas ist zu Ende. Man lässt etwas komplett hinter sich, komplett. Etwas, was man eine gefühlte Ewigkeit vor sich hergezogen, hergeschoben hat. Eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Sei es, ob es um ein Zuhause geht, sei es, ob es um ein Auto geht, Entscheidungen innerhalb der Familie. In Verbindungen ganz besonders, weil ich ja gerade hier so, ich habe hier lauter Personen, Entscheidungen für eine Ex, ein Ex, aktuell noch jemand Neues, also
Hier sind zu viele Leute und jemand wird endlich eine Entscheidung treffen und sich für jemanden entscheiden. Schatz, bei so einer Legung kann ich dir nicht sagen, ob du die Person bist. Wenn du auf eine Entscheidung wartest, das ist sehr schwer, eine allgemeine Entscheidung, Schatz. Ich sehe nicht, wer du bist, ich kenne deine Situation nicht, ich kann es dir nicht sagen, Schatz. Aber zumindest kann ich dir sagen, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird, wenn du die Person bist, die auf eine Entscheidung wartet. Sei es auf eine berufliche Entscheidung, sei es auf eine Entscheidung bezüglich auf eine Wohnung, sei es auf eine Entscheidung bezüglich eines Hauses, eines Autos oder Wohnmobils, ja. Vielleicht kann hier, es könnte hier zum Beispiel auch, weil ich hier Grundstücke habe, ne? Es kann ja auch um Grundstück gehen. Sag, ob du einen Zuschlag bekommst für ein Haus, für ein Grundstück. Job, Kunden, Geldgeber. Das ist jetzt hier sehr, sehr schwer zu sagen, wer was bekommt. Ich kann dir nur sagen, dass endlich eine Entscheidung fällt. Und wenn du es bist, wenn du es die ganze Zeit hingehalten hast, dann wirst du jetzt entscheiden. Und dann, weil der Widder steht für schnell, der Widder ist ungeduldig, das ist das ungeduldigste Sternzeichen überhaupt. Und deshalb sage ich, hier kann es einem jetzt nicht schnell genug gehen. Hier werden jetzt, es hat sich ewig hingezogen und jetzt plötzlich will man Nägel mit Köpfen machen, am besten gestern. Als Beispiel. Ich gehe jetzt mal vom Positiven aus, okay? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Glückliche, du der Glückliche bist, der oder die auf diese Entscheidung wartet und den Zuschlag bekommt. Also egal, ob du auf einen Menschen wartest oder auf eine Wohnung wartest oder auf einen Job wartest oder Geldgeber, ist egal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Glückliche, dass du der Glückliche bist. Und wer immer dich hier hat Ewigkeiten warten lassen, in dem Augenblick, wo man jetzt um März, April die Entscheidung trifft, wirst du erleben und du wirst erstaunt sein, du wirst wirklich große Augen machen, wie die Eulen hier, dass dieser Person kann es plötzlich nicht schnell genug gehen. Ich habe nämlich auch einige von euch könnten zusammenziehen. Wirklich. Das geht hier, auf einmal geht es rucki zucki hier. Also hier könnten sogar auch Gespräche sein über Zusammenziehen. Das ist unglaublich. Weil das kann mit euch schon eine Ewigkeit hin und her, weil es steht für hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Keine Entscheidung treffen, nicht wissen. Immer gucken, wo das Gras grüner ist. Oder hier, immer mit der Ex oder mit dir oder mit dem oder mit der. Und hier immer wieder. Na, weil ich habe hier auch Betrug und Verrat und hier Dreiecksgeschichten in der Vergangenheit, sich nie entscheiden können und so weiter. Aber plötzlich. Plötzlich kann es einem nicht schnell genug gehen hier. März, April, merkt euch das, für viele von euch. Bei einigen von euch, weil ich hier auch ganz viel Krebsenergie habe, kann es auch im Juni, Juli sein. Das sind so die Zeitfenster, die prägnant reinkommen. März, April oder Juni, Juli. Sei es, dass man dann eine Beziehung mit euch haben will oder du mit jemandem. Sei es, dass man dich mit dir zusammenarbeiten will, dann plötzlich kannst diesem Menschen, wer immer das auch ist, kannst auch du sein, nicht schnell genug gehen. Man will alles auf einen Schlag, am besten alles gestern und das alles zusammen. Das vierte Haus steht auch für Heirat, Familie gründen, zusammenziehen. Deshalb sage ich, also was immer, wenn es hier sich gefühlte 20 Jahre, wenn das hier 20 Jahre gedauert hat, plötzlich kannst du hier morgen auf einen Schlag, alles zusammen. Heiratsantrag, Kinder kriegen, zusammenziehen. Ja, alles auf einmal. Und jemanden geht's, kann es nicht schnell genug gehen. Es ist so, als ob jemand dich hat eine Ewigkeit warten lassen und plötzlich erkennt, du bist die Richtige, ne, du bist der Richtige. Und dann hat man plötzlich, kriegt man hier Schiss, dass du abhaust. Und die Person will hier Nägel mit Köpfen machen, so, nein, du gehörst mir, du bist meins, ich hol dich, ich lass dich nicht gehen. Ach, du lieber Gott, ach, du lieber Gott, ist das ein Drama hier.
Und das, ich sag dir, das ist, sieh das auch auf andere Situationen, das kannst du auch auf andere Situationen münzen. Das können ja auch familiäre Geschichten sein. Du hast dir mit deinen Eltern oder mit Familienmitgliedern, hast lange auf dir rumhacken lassen. Na, vielleicht warst du abhängig von deiner Familie und hast da auch die ganze Zeit auch gewohnt und hast dich hier vielleicht auch von den Eltern abhängig gemacht oder sag ja von Familienmitgliedern und hast viel mit dir machen lassen, hast dir viel gefallen lassen und hast auch die Gründe, warum du mit dir hast so viel machen lassen, war auch Abhängigkeit oder was auch immer. Das kann eigentlich alles sein, auch Angst, einfach verstoßen zu werden oder dass die dann mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Du hast viel mit dir machen lassen. Das ist für eine ganz bestimmte Reisegruppe. Und bald, sage ich ja, bald wirst du den Mut haben und ausziehen. Dann möchte ich dir sagen, da werden deine Eltern oder wer immer das hier an Familie ist, die werden dumm aus der Wäsche gucken. Die werden niemals damit rechnen, dass du das, was du die ganze Zeit angedroht hast, jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit wirklich durchsetzt. Einige von euch sind aus irgendwelchen Gründen gezwungen, zu Hause zu wohnen, bei der Familie, mit im Haus oder I don't know. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Na, vielleicht muss man hier auch jemanden pflegen, sich um jemanden kümmern und sorgen. Aber man gleichzeitig wird man behandelt wie ein Waschlappen, ne? Entweder von der eigenen Mutter oder vom eigenen Vater oder ich sag ja von Familienmitgliedern, es können alle sein, können auch Großeltern sein, Onkel, Tante, alles Mögliche. Wenn es keine Familienmitglieder sind, dann könnten einige von euch zu irgendwem gezogen sein und im Augenblick oder die ganze Zeit kann man es sich nicht leisten, auszuziehen. Oder hat Angst oder was immer der Grund ist. Also deshalb sage ich, was immer deine Gründe sind, dass du hier hast viel mit dir machen lassen, auch in der Firma, hast dich nicht getraut zu wechseln. Du weißt schon lange, es ist höchste Eisenbahn, den Job zu wechseln, weil die dich einfach nicht mehr wertschätzen, weil die dich behandeln, als wärst du Hannebammel. Das wirst du dir nicht mehr gefallen lassen. Ich sag ja, hier werdet ihr mutig werden. Ihr werdet wahnsinnig mutig werden und euch in etwas Neues stürzen. Und dann kann es euch in dem Augenblick, wo euch der Mut packt, kann es euch nicht schnell genug gehen. Und wen immer ihr zurücklasst, das wird euch nicht jucken. Aber ganz ehrlich, die werden zwar staunen, aber die wird es auch nicht jucken, glaub mir. Weil ich habe ja hier so nach dem Motto, hä? Der geht ja wirklich, die geht ja wirklich, ne? Vielleicht hast du bisher immer nur gedroht, aber nie die Drohung wahrgemacht. Ja, die werden staunen, aber ganz ehrlich, im Grunde ist es denen egal. Deshalb kann es dir auch egal sein. Und das wirst du auch erkennen. Das wirst du erkennen. Dass dir diese Leute egal sein können, wer immer das auch ist. Mal kurz hier nochmal checken. Mal ganz kurz, Mensch. Ich habe meine Hausschuhe ausgezogen, nur mit meinen Socken, aber jetzt wird es doch langsam ein bisschen kühl hier. Ist ein bisschen kühl jetzt langsam. Gott, was ist denn los hier? Was ist denn hier los? Soll ich da kaufen hier? Lass mal gucken. Guck mal hier, Il Pensiero. Oh, muss mal überlegen, ja, was mache ich hier bloß? Muss nachdenken, muss nachdenken, muss nachdenken. Dann haben wir La Stanza. Guck mal hier, auch die Wohnung. Irgendwas ist hier mit einer Wohnung. Irgendeiner von euch macht sich verrückt wegen Wohnung, Haus. Irgendwas ist hier. L'Amica. Ach, guck mal, das ist doch verrückt. Das ist doch crazy. Die Wetter-Sibylla-Karten sagen genau dasselbe, was die Tarotkarten auch sagen. Il Bambino, das Kind, das steht für Neubeginn,
Das kann natürlich auch für, vielleicht wollte man mit jemandem Familie aufbauen, aber dieser Traum ist finito. Hier, das ist der Witwer, il Vedovo. Aus vorbei, kein Neubeginn, kein Start, kein. Also hier wollte jemand mit irgendwem irgendwas aufbauen. Das ist finito. So, und plötzlich ist jemand Neues im Spiel. Diese Person könnte, weil das steht für Alleinsein, das kann hier Single sein, die Kombination, okay? Und plötzlich mal denkt man sich, soll ich vielleicht doch hier mit der Person. Ich bin sie, das muss ich mal überlegen, vielleicht doch mit jemand Neuen oder so. Also, irgendwas ist hier im Keim erstickt worden oder wird im Keim erstickt werden. Pläne, die sich nicht haben realisieren lassen. Da hat irgendwas begonnen, man hat sich viel davon versprochen und kaum, dass es angefangen hat, du warst auch schon finito, ne? So. Und jetzt ist hier plötzlich jemand Neues. Und diese Person könnte eine Freundin sein, eine Bekannte sein. Weil wir eine allgemeine Legung haben, kann es auch für einen Freund stehen, okay? Lass uns mal weiterschauen. Also, das ist jetzt wirklich, hier wiederholen sich die Karten jetzt, ne? Sag ja, vorhin habe ich es auch noch gesagt. Bei irgendwem ist irgendwas zu Ende gegangen. Das gilt auch, wenn es Projekte sind, auch wenn es Geldgeber sind. Du hast jemandem vielleicht ein Projekt vorgestellt oder eine Idee vorgestellt und diese Person hält dich schon seit gefühlten 100 Jahren warm. Und der Grund ist, weil man noch in einer anderen Geschichte festhängt. Aber in dieser anderen Geschichte, das war eine Fehlentscheidung. Jemand hat dir tatsächlich eine falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt hat man natürlich auch Angst, dass man mit dir wieder eine Fehlentscheidung macht, ganz klar. Ist doch logisch, wenn ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ganz logisch. Weil man hier von der Vergangenheit ausgeht. Ne? Hier ist etwas noch ganz frisch, das kommt noch dazu. Das liegt jetzt nicht allzu lang zurück, so wie es aussieht. Bei einigen vielleicht, aber ich habe hier, weil sonst würde sich das hier nicht so zeigen. Das ist eine Sache, die gewesen ist, schon in der Vergangenheit, aber noch nicht so lange zurück liegt. Und wenn es in der Firma ist, dann sehe ich, dass die mit dir bereits in der Vergangenheit ganz schön viel Humbug angerichtet haben. Und trotzdem hast du das über dich ergehen lassen oder lässt es immer noch über dich ergehen aus purer Angst. Zweifel und Angst vor Neubeginn. Denn wir wissen ja, Krebsenergie ist ein Schritt vor, drei zurück. Ein Schritt vor, drei zurück. Und deshalb hat sich die Veränderung hier wirklich ewig hinausgezögert. Ich meine, ich kann es verstehen, mein Schatz. Ne? Gucken wir uns mal die Lage an, wie sie da draußen aussieht. Das ist schon. Das muss man sich heute zweimal überlegen, ob man einen Job wechselt. Aber wenn es schon so weit geht, dass du Depris hast, dass du schon Magenschmerzen hast, in die Firma zu gehen, dass du schlaflose Nächte hast und Zweifel und nervlich, weil das steht auch für die Nerven, hier ist niemand nervlich am Boden, dann muss man einfach auch eingestehen oder sich eingestehen, dass etwas nicht sein soll. Das gleiche gilt auch für ein Zuhause. Vielleicht hast du um jeden Preis, willst du da nicht ausziehen, obwohl dir die Gegend, die Nachbarn, alles das nicht gut tut. Das geht dir auf den Geist, das geht dir alles schon auf die Nerven, du kannst nicht mehr schlafen, sag ja, sogar dein Magen-Darm leidet schon darunter, ne? Das sind irgendwelche Dämpfe oder Nachbarn, die stark rauchen, zum Beispiel kann es auch sein, ja. Gerüche können auch Gerüche sein, Gestank, starker Gestank hier, Wolkenrauch. Und du hattest die ganze Zeit Angst vorm Wechsel, aber jetzt wirst du wechseln. Und ich sag ja, also das gilt für alle Beteiligten. Wenn du die Person warst, die bislang sich zurückgehalten hat, aus allen möglichen Kopfkino-Gedanken und Albträume und Ängste, das hört auf. Du wirst vollen Mutes voranschreiten. Bei einigen von euch ist das März, April und bei anderen ist es im Juni, Juli.
Und wenn es mit Kindern zu tun hat, weil ich habe ja halt zwei Karten, ne? Sechs der Kelche spricht von Kindern, Bambino spricht von Kindern, dann steht es dafür, dass man Angst hatte, das Kind in eine andere Schule zu geben. Weil da, wo das Kind bislang ist, sei es im Kindergarten, sei es in der Schule oder wo auch immer das Kind auch ist, weil das kann hier wirklich Mobbing sein. Du hast richtig gemerkt, dass dein Kind da zugrunde geht, seelisch. Aber warum auch immer, ich weiß nicht, warum du Sorge hattest. Vielleicht, weil du Angst hattest, dass vielleicht in der anderen Schule es nicht besser ist. So nach dem Motto, ne, gib mir die Garantie, dass es in einem anderen Kindergarten besser wird oder in einer anderen Schule. Aber jetzt, ich sag ja, jetzt ist höchste Eisenbahn. Im März, April oder Juni, Juli wird es hier eine Entscheidung geben und die wird gut sein. Denk noch dran, was ich gesagt habe. Hier geht der Kelch an einem vorüber. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es wird sich verbessern, stark verbessern. Was nehme ich denn noch hier für Karten? Mal ganz kurz gucken. Ja, lass mich mal kurz gucken, weil ich nehme mal die Karten hier, die Osho Zen. Denn ich muss dir ehrlich sagen, in diesem Stapel, da geht es mehr darum, das sind jetzt nicht unbedingt äußerliche Umstände. Hier in diesem Stapel geht es darum, dass die Personen den Schlüssel in der Hand tragen, das Zepter in der Hand tragen, so wie hier. Hier muss die Person selber, wer immer das ist, das kannst du sein oder die Person, mit der du es zu tun hast, sei es beruflich, Angestelltenverhältnis oder im Selbstständigenverhältnis, sei es in der Liebe sowieso, auch familiäre Geschichten. Wer immer hier die Entscheidung treffen muss, das ist etwas, das an einem selber liegt. Niemand kann das ihm oder ihr abnehmen. Niemand kann dir das abnehmen. Und das ist etwas Seelisches, das ist ja, das läuft emotional. Das bedeutet, hier kommen die Dinge erst voran und dieses ewige Rumgeziehe und hinziehen, 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 Salamitaktik nimmt endlich ein Ende in dem Augenblick, wo jemand sich innerlich zusammenreißt und endlich was tut. Und deshalb müssen wir hier da nicht diese praktischen Karten, sondern hier müssen wir gucken, wie jemand vorankommt innerlich, weil das hier steht und fällt. Der Erfolg in diesem Stapel steht und fällt mit der Person selber, wer immer das ist. Und da will ich jetzt gucken. Ich will jetzt in die Person retten gucken. Das kann auch für dich stehen, dass ich jetzt bei dir reingucke, was bei dir seelisch so los ist, ne? Warum man hier dann die Coronis hat und dann endlich sich nach vorne wagt. Gott sei Dank. Reisen. Ja, sich auf den Weg machen. Das ist ja hier, The Emperor. Sich endlich auf den Weg machen. Ein Wagnis eingehen. Das ist ja der Widder, ist ja in der großen Arkana steht, ist es der Narr, the Fool, der Narr. Ein Wagnis eingehen. Hier, diese Reise, sei es eine neue berufliche Reise, sei es jetzt hier der Umzug, sei es eine neue Reise mit einem neuen Menschen oder mit einem Menschen beginnen. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt und der steht und fällt mit einer Entscheidung zweiter Stäbe. Guck hier, das ist nämlich auch die Reisekarte. Guck, auch die Reise. Hier steht jemand am Bahnhof. Guck, hier muss man einfach einsteigen. Hier muss man den Mut haben, endlich mal sich entscheiden, in welche Richtung, mit welchem Zug fahre ich. Ne? Mit welchem Zug fahre ich? Und das kann, die Züge können die Menschen sein. Ne? In der Liebe, mit wem starte ich jetzt durch? Das kann beruflich sein. Mit wem starte ich durch? Und da ist auch jemand im Hintergrund. Das ist jemand, der sich hier, guck, so ganz weit weg ist.
Und da guckt man halt noch hin. Das ist wie eine neue spirituelle Reise. Guck mal, die Person hat hier einen lilanen Mantel an. Ne? Lila, violett, wisst ihr, steht für Spiritualität. So wie der Amethyst. Ein bisschen zu viele, liebes Universum. Gibst du uns bitte nur eine? Jenseits der Illusion. Hier hat jemand an etwas festgehalten, das eine Illusion war. Und das war der Grund, warum sich etwas so lange hingehalten hat. Hier hält noch jemand an einer falschen Idee, an einer fixen Idee fest. Und das wird man bald erkennen. Das gehört auch mit dazu, warum man plötzlich hier zu dem hier wird. Warum man plötzlich wagemutig wird. Man erkennt, weil ich sagte ja, guck mal, der Verstand, ne? Hier, the Emperor, der sieht aus wie Ritter der Schwerter. Ritter stehen für Veränderung und Schwerter, Ass stehen für Gedanken, Ass. Schwerter, Ast der Schwerter kann hier auch für Gedanken stehen. Und hier packt jemand seine Gedanken an, guck. Und sieht endlich klar, er löst sich von einer Illusion, an der man festgehalten hat. Vielleicht hast du die Illusion so nach dem Motto, ne, wenn ich so, ne, wie so Straußenpolitik, ich im Kopf in den Sand. Und dann, wenn ich meinen Kopf wieder rausziehe, hat sich alles so gewandelt, wie ich es haben will. Aber so ist es halt nicht. Und das kann, sage ich, das kann auch eine wohnliche oder familiäre Situation sein, dass du denkst, morgen wird's bestimmt anders, morgen wird's bestimmt anders, morgen wird's besser. Das Gleiche gilt auch für die Firma. Morgen wird's besser, aber es wurde nicht besser. Und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Und das erkennt man jetzt. Irgendjemand kommt hier aus dieser, sag ich, das ist hier eine Illusion. Das ist hier reine Illusion. So Neptun-Energie. Guck, hier hört jemand endlich auf die innere Stimme. Guck, das ist ja wie die hohe Priesterin, die Intuition. Die innere Stimme. Hier hört jemand endlich auf, einer Illusion nachzujagen, sondern hört auf die innere Stimme. Hier wird jemand bald klaren Verstandes, deshalb sage ich ja, ist die helle Seite der Wolken. Vielleicht hat man auch zu sehr, weil das steht ja, die Vögel stehen hier für bla 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 bla. Zu viel bla 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 von außen. So viel Einfluss. Und das hatten wir auch, gerade in der Liebe. Aber auch in beruflichen Dingen. Mit Geschäftspartnern. Irgendwer hat der Person das versucht, die ganze Zeit auszureden, sich auf dich einzulassen. Und alles das hört jetzt auf. Isolation. Ja, guck, hier ist jemand noch Depri, aber das hört auf, mein Schatz. Das kannst auch du sein. Hier betrauert jemand irgendwas. So dieses, man hat sich halt Hoffnung gemacht. Guck, hier habe ich ja gesagt. Guck, hier hat man sich ganz starke Hoffnung gemacht, dass irgendwas besser wird oder anders wird. Und das kann schon auch sein, mein Schatz. Ich hoffe, dass du das nicht bist. Aber ich sag dir, bei so allgemeinen Legungen wie hier, da ist es schwer zu sagen, wer jetzt wer mit wem. Denn es kann schon sein, also es ist gut möglich, dass ein Ex von dir, der oder die wieder mit dir zurück oder mit dir irgendwas Neues beginnen will, zusehen muss, wie du mit jemand Neues etwas beginnst. Und also einer wird traurig sein, dann kann ja nicht mit allen was anfangen. Auf jeden Fall werden die Person, für die man sich entscheidet, wird glücklich sein. Aber die anderen
Guck, du machst der Wäsche, ne? Aber ich kann dir nicht sagen, ob du die Glückliche der Glückliche bist. Ich weiß es nicht, mein Schatz. Wenn du die Entscheidung treffen musst, dann ist klar. Dann weißt du, ich entscheide mich für diese Person, ich entscheide mich für diese Firma, ich entscheide mich für diese Wohnung, ich entscheide mich, da mein Geld zu investieren. Aber alle anderen werden natürlich traurig sein. In dem Augenblick, wo du die Entscheidung triffst, das ist klar, ne? Jemand wird sich zurückgelassen fühlen nach dieser Entscheidung. So als ob ein Traum platzt, ja, ein Traum. Aber hier könnte jemand sich zu lange Zeit gelassen haben. Das ist das Problem. Jemand hat einfach sich zu lange Zeit gelassen. Zu lange gepokert. Viel zu lange gepokert. Viel zu lange geguckt, wo das Gras grüner ist oder sich nicht eingelassen. Viel zu lange Angst gehabt, sich einzulassen. Hier könnte jemand wirklich den Zug verpassen. Oder hat den Zug verpasst. Das kommt noch dazu. Hier hat jemand einfach den Bogen überspannt. Wirklich. Hier hat jemand sich zu lange Zeit gelassen. Das kann für einen Ex von dir stehen oder für eine Ex. Hier hat sich jemand einfach in der Vergangenheit zu viele Fauxpas erlaubt oder dich zu lange hingehalten. Und jetzt könnte jemand Neues in dein Leben kommen oder es ist jemand Neues gekommen. So, und jetzt plötzlich will man dich wieder haben oder man will jetzt, so nach dem Motto, jetzt nach gefühlten 50 Jahren weiß ich endlich, dass du die Richtige für mich bist oder dass du der Richtige für mich bist. Aber du willst nicht mehr. Hier wird jemand bald erkennen, dass man einfach zu lange gewartet hat, sich zu lange Zeit gelassen hat und wird zusehen müssen, wie jemand anderes dich wegschnappt. Du willst dann nicht mehr. Du willst einfach nicht mehr. Und das kann auch mit Investoren sein. Du könntest, wenn du nicht schon mit irgendwelchen anderen Leuten verhandelst, dann wird die Person, die dich die ganze Zeit hingehalten hat in deinem Projekt, wird es schwer bereuen. Weil man zusehen muss, wie die Sache bei dir aufblüht und erfolgreich wird. Und man hat aufs falsche Pferd gesetzt. Man dachte, dass du, ne, nicht das richtige Gaul bist, auf das man hier setzen soll. Jemand anderes hat sich besser verkauft. Und dann, so, und dann sagst du, na gut, wenn ich will, der hat schon. Und in dem Augenblick, wo du mit jemand Neuem dann dich auf dieses Projekt einlässt, wird die Person dumm aus der Wäsche gucken. Und dann nützt es nichts. Also es ist dann nicht mehr möglich einzusteigen, weil du mit jemand anderem einen exklusiven Vertrag gemacht hast. Da kann niemand mehr mit einsteigen. Die Person hat dann gesagt, also okay, ich möchte das mit dir machen, aber das ist dann exklusiv. Das nur ich habe dann die Rechte dafür. Oder nur ich, wenn ich hier schon Geld investiere, dann habe nur ich hier mit dir gemeinsam das Sagen, 50-50. Ich will keine dritte Person. Und dann sage ich ja, kann es für jemand zu spät sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der Firma. Man hat dich ewig hingehalten. Und vielleicht hat man sich sogar auch für jemand anderes entschieden. Und dann sagst du, okay, dann weiß ich ja, wo ich ja bei euch stehe. Und jetzt demnächst, du hast die ganze Zeit, hast du Angst gehabt und dich nicht getraut, aber jetzt demnächst wirst du dich anderweitig bewerben. Und dann hast du eine neue Stelle und die anderen werden feststellen, dass sie mit dir das Bessere losgezogen hätten. Dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben. Hier könnte jemand bald erkennen, dass er zu lange auf das falsche Pferd gesetzt hat und hat dich von dannen ziehen lassen. Unschuld. Ja, dich trifft keine Schuld, mein Schatz. Wenn du das denkst, nein. Du hast nichts falsch gemacht. Es sind die anderen. Es ist hier, ich sag ja, es ist die Firma oder die Familie oder eine Person im Bereich der Liebe, der oder die Spielchen gespielt hat. Ich habe hier drei der Schwerter.
Hier hat jemand Spielchen gespielt, Mind Games, geguckt, wo das Gras grüner ist, immer wieder zurückgekommen, wieder mit jemand Neues das angefangen, wieder zurückgekommen. Und man hatte immer, man glaubt, dass du, so nach dem Motto, du bist immer noch da, du bist immer noch am Bahnsteig und wartest. Aber diese Person rechnet nicht damit, dass du hier bald in Zug einsteigst und wegfährst, und zwar für immer. Und es gibt, dein Zug kommt nicht mehr zurück. Dein Zug ist ein One-Way-Ticket. Und die Person dachte, dass man immer wieder, ne, bei dir am Bahnhof, metaphorisch gesprochen, ach so, ne, wenn es wieder nicht klappt oder wenn irgendwas ist, ne, du bist ja da immer am Bahnhof, dann komme ich dich wieder besuchen. Und plötzlich sind alle Züge weg und noch dein Zug steht noch da und dann denkt man, ach, weißt du was, eigentlich wäre die Reise mit dir doch gar nicht so schlecht, ne? Ja, aber du hast schon andere Pläne. Ich gucke noch ein bisschen und dann gucken wir weiter. Ja, guck mal, Schatz, du wirst dich befreien. Oder wer immer das hier ist, hier befreit sich jemand. Hier befreit sich jemand, das ist das, was ich meinte. Guck hier, wohin sagte ich noch? Braveheart, Freiheit, guck. Schatz, du hast endlich einen Durchbruch. Du wirst bald erkennen, dass das eine Illusion ist, an der du festhältst und dass die anderen es nicht die Bohne juckt. Das juckt dir nicht die Bohne. Du hast lange Geduld gezeigt, du hast lange gegeben und gemacht und getan und immer wieder verziehen, weil jemand hier wirklich mit dir Spielchen gespielt hat. Ständig haben wir hier drei, steht für Dreiecksgeschichten. Immer wenn ne, nichts Besseres in Sicht war, dann warst du gut genug. Und jetzt erkennt man, dass du die eigentliche Perle bist. Dass du eine Perle bist, wirklich, ein Diamant. Aber es ist zu spät. Jemand anderes hat erkannt, dass du ein Diamant bist und wird mit dir von dann ziehen. Oder andersherum. Ne? Du wirst mit jemandem von dann ziehen. Das ist auf alle Belange deines Lebens zu münzen. Ich will nur nicht, weißt du, so immer wieder dann dir das erklären. Du musst es auf deine Situation münzen, für die du schaust. Okay, mein Schatz. Also es wird ein Happy End geben bei den Rebellen. Ja, du bist ein Rebell. Du wirst dich durchsetzen, Durchbruch. Du wirst dich durchsetzen. Der Erfolg ist dein. Und der ist auch wirklich verdient. Weil du hier, das ist eine Ewigkeit, ne? Schlange steht, kann auch für sich etwas, das eine Veränderung, die sich 100 Jahre hinzieht. Guck, hier hat jemand den Anfang mit dir, den Beginn mit dir, immer wieder hinausgezögert. Bei einigen von euch geht es schon seit gefühlten 50 Jahren so. Und das wird ein Ende haben. Du hast keine Lust mehr. Und dich trifft keine Schuld, Schatz. Dich trifft keine Schuld. Hier hat jemand einfach geglaubt, man kann mit dir Spielchen spielen. Mind Games. Und du, wenn du nicht schon da bist, dann kommst du dorthin. Du fängst schon an, hier dir mit jemandem Neuem oder mit etwas Neuem eine neue Strategie zu überlegen. Guck hier, il pensiero. Das ist hier eine L'amica, eine Person, die wie eine Freundin ist, wie ein Freund. Und ich sage ja, bei einigen von euch kann es tatsächlich so sein, dass du dann mit einem Freund oder mit einer Freundin etwas beginnst, dass daraus eine Liebe wird. Da gibt es das Lied von Bonnie Bianco. Das ist aus der, das habe ich so gerne geguckt. Oh, das habe ich so gerne geguckt. Ich habe das geliebt, die Bonnie Bianco. Die war mein Idol. Und ich hatte auch dann das Glück, mit ihr auf Facebook mal zu schreiben. Schon einige Jahre her konnte ich endlich meinem Idol schreiben. Sie hat mir auch geantwortet. War ich, oh Gott, war ganz aus dem Häuschen. Und da singt sie in Cinderella 87, das ist eine Serie aus den 80ern. Und sie singt, da gibt es ein Lied, das heißt Just as Friends.
Und in dem Lied geht es darum, dass sie singt, eine Freundschaft endet, weil Liebe in der Luft liegt. Also sprich, wir sind nicht mehr nur Freunde, sondern wir sind a love affair, wir sind auch Liebende. Und das ist ein sehr schönes Lied, wirklich. Just as friends, an inspiration. Just as friends, oh what confusion. It's done, just as friends, our story ends. Und als Freunde endet unsere Geschichte. A love affair is in the air. Eine Liebesgeschichte ist in der Luft. Also, entweder wirst du mit einem Kollegen, mit einer Kollegin was anfangen oder mit einem Freund, mit einer Freundin oder mit einer Person, wo es bisher platonisch war. Das kann auch für etwas Platonisches sein. Oder tatsächlich jemand Neues kennenlernen. Das kann schon gut möglich sein, dass die Person erst noch kommt in deinem Leben, mein Schatz. Und wenn das, sag ja, wenn du die Person bist, die auf eine Entscheidung wartet, hier denkt jemand schon drüber nach. Hier denkt schon jemand drüber nach, mein Schatz, mit dir etwas zu beginnen. Auf jeden Fall wirst du einen Durchbruch haben, okay? Du wirst einen Durchbruch haben. Ich gehe bei den Legungen meistens immer vom Zuschauer aus. Aber ich kann dir keine hundertprozentige Sicherheit geben, dass es wirklich, gerade in so Dreiecksgeschichten, wo so viele Personen involviert sind, auch beruflich, ja, auch beruflich, kann ich dir keine Garantie geben, Schatz. Das ist zu wild. Und ihr seid zu viele Leute mit unterschiedlichen Situationen. Hier gilt es abzuwarten. Hier gilt es abzuwarten, wirklich. Aber zumindest kann ich dir so viel mitgeben, dass endlich, endlich eine Entscheidung getroffen wird. Ob du nun auf diese wartest oder sie selber treffen wirst. Endlich werden alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Und das ist befreiend. Hier, das ist befreiend, sage ich doch. Okay? Das ist das Gute, wie immer es auch ausgeht, das ist das Gute, dass das Warten ein Ende hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als ewig zu warten. Entweder, dass dich jemand warten lässt oder dass du selber wartest, weil du Angst hast, eine Entscheidung zu treffen. Oder im schlimmsten Fall, was natürlich unfair ist, Spielchen spielen. Also sich alle Optionen ewig offen lassen. Ne? Immer wieder gucken, wo das Gras grüner ist. Das ist natürlich unfair. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Aber viele machen das, ne? Viele machen das. Haben da keine Skrupel, ne? Ich kenne das auch mit Personen im Bereich der Liebe, die das mit mir gemacht haben. Die mich jahrelang als Option benutzt haben, ne? So, wenn es da nicht mehr klappt, ne? Dann gibt es ja mich noch hier. Die blöde Sensitiva, die wartet da. No, thank you. Ne? Das habe ich abgeschrieben. Das ist bei mir. Das ist finito. Das liegt lange zurück. Und einige von euch sind hier in genau so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ne? Also, aber deshalb sage ich ja, das Warten hat ein Ende. Und natürlich wünsche ich dir, dass du die Person bist, die den Zuschlag bekommt. Egal, ob es jetzt für einen Job ist, für eine Wohnung. Wenn du die Person bist, die auf eine Entscheidung wartet, hoffe ich, dass du der Glückliche bist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, mein Engel. Und wenn hier überhaupt nicht so deine Themen dabei waren, dann guck in Stapel 2 und Stapel 3 rein, mein Schatz, okay? So, warte mal. So, da. Wunderbar. So, dann machen wir mal hier kurz weg. Die lasse ich mir mal hier zur Klärung. Und dann gucken wir mal weiter, mein Schatz, was hier so noch Lustiges liegt. Also das war jetzt wirklich, das ist halt so. Dann dauert so ein Stapel 100 Jahre, wenn du so komplizierte Karten hast. Stapel, wo tolle Karten sind, da bist du in 10 Minuten durch. Noch nicht mal. Stapel mit so vielen Unklarheiten. Also eine Stunde, locker. Bist eine Stunde mit beschäftigt. Aber jetzt gucken wir mal in Stapel 2. Also diese komischen Karten sind schon mal raus. Also die können schon mal nicht in Stapel 2 und Stapel 3 sein, okay? Also,
kann ja eigentlich nur jetzt nur noch Gutes kommen. Die sind nicht mit da drin. Die sind ja weg. Die waren ja alle hier in Stapel 1 versammelt. So, mein Schatz. Jetzt gucken wir mal in Stapel Number 2. Was habe du? Aber den Reiter, okay. Neuigkeiten oder unterwegs sein. Auch nach vorne kommen im Leben. Dann haben wir hier und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 der Kelche. 9 der Kelche. Kann auch für einen Neubeginn stehen. Oh, 6 der Stäbe und das Kreuz. Irgendwas Schicksalhaftes. Eine Wunscherfüllung. Sag jetzt, guck, schon sieht's besser aus. Hier haben wir hier 9 der Kelche, 6 der Stäbe. 6 der Stäbe ist Erfolg, 9 der Kelche ist Wunscherfüllung. Der Reiter kann auch für Erfolg stehen, für positive Nachrichten, schicksalhafte Nachrichten. Oh, das ist mal dieser schöne Stapel jetzt. Hier haben wir die 6 der Kelche. Das ist auch die Wunscherfüllung. My goodness, what has happened? Das ist hier gutes Karma. Hier bekommt, ihr werdet belohnt. Die hier im Stapel sind, bekommen gutes Karma für etwas, wo du belohnt werden sollst. Du hast irgendwas Tolles gemacht, entweder in diesem Leben oder im vorigen Leben. Du wirst jetzt belohnt. Mit Erfolg, mit einem Wunsch, der sich erfüllt. Und es muss etwas sein, das in der Vergangenheit liegt. Etwas, das du dir schon lange wünschst, schon lange willst. Also jetzt, der Lego Mio hier. Das ist etwas, das ist ein Geheimnis. Oh, Schatzi Matzi, das ist ein Geheimnis. Das ist aber schön. Meine Güte. Wow. Wow. Das ist ja absolute Klarheit erlangen auch. Was haben wir hier? 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 der Münzen. Schatz, sag mal, kommst du zu viel Geld? Gewinnst du im Lotto oder was? Das ist ein Geheimnis. Auf dich wartet eine mega, mega, mega Überraschung, mit der du nicht mehr gerechnet hast. Und es ist etwas, das du dir schon ewig wünschst. Das kann in der Liebe sein, das können finanzielle Wünsche sein, I don't know. Oh Gott, das wird ja immer besser. Meine Güte. Also Erfolg im Job ist hier sicher, immer die 8 der Münzen. Das ist hier Erfolg im Job, ein Erfolg, mit dem du nicht mehr gerechnet hast. Das ist hier etwas, womit du nicht mehr gerechnet hast. Im Job. Mit diesem Erfolg. Das ist hier mega Erfolg. Wirklich. Da fehlen mir schon die Worte für. Das ist hier bombastisch. Wir haben ja die 8 der Münzen, die 10 der Münzen, die 6 der Kelche, die 6 der Stäbe und die 9 der Kelche. Und dann die Lenormand, siehst ja selber. Großes Glück. Guck, im Job. Was habe ich gesagt? Im Job. Im Job. Das ist etwas, wo du dir bisher große Sorgen gemacht hast. Weil wir hier die 9 der Schwerter haben. Schlaflose Nächte. Etwas wird sich für dich auf so positive Weise ergeben oder herauskristallisieren oder zeigen, wie du es dir nicht in deinen kühnsten Träumen hättest erträumen können. Also hier habe ich beruflichen Erfolg der Superlative. Wirklich Erfolg. Also, da gibt es kein Wort mehr für Erfolg. Für wirklich. Das ist ja, ich bin sprachlos. Das ist hier beruflicher Erfolg. Wenn du hier nach einem Job
oder nach alles, was mit Beruf zu tun hat. Also alle, die hier wegen des Berufes, ich gehe noch auf andere Themen, aber alle, die jetzt wegen des Berufes schauen, ganz gleich, wie deine Situation aussieht, auch wenn du jetzt schon erfolgreich bist, dann, Menschheit, möchte ich dir sagen, dass du noch viel erfolgreicher wirst. Das ist unfassbar. Unfassbar großer Erfolg. Das kann man nicht in Worte fassen. Bei einigen von euch kann es sogar auch ein Welterfolg sein mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, mit, weil die Sterne auch für hier Fische. Und dein Buch steht auch für Fische. Und das 12. Haus für mit künstlerischen Projekten. Das kann irgendwas Künstlerisches bei einigen von euch sein. Ihr werdet mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung oder mit einem künstlerischen Projekt oder überhaupt mit einem Projekt einen bombastischen Erfolg haben, den die Welt schon lange nicht mehr gesehen hat. Wirklich. Ich habe hier, ich weiß nicht, also du wirst hier entweder du oder dein Produkt oder alles zusammen wird hier der nächste Superstar. Wirklich. Und das ist eine Wunscherfüllung. Das ist etwas, das ist so, entweder was du dir im stillen Kämmerlein schon dein Leben lang wünschst. Weil ich sehe, das kann, bei einigen von euch ist es ein Kindheitstraum. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung bei euch. Und das ist, boah, ich krieg grad Gänsehaut. Das ist hier Schicksal. Das ist für dich vorherbestimmt gewesen. Einige von euch, weil ich hier die 9 der Schwerter habe, haben schon nicht mehr dran geglaubt. Ihr habt diesen Traum schon aufgegeben. Obwohl ich ja sehe, dass ihr schon auch irgendwo insgeheim, unbewusst noch dran festhaltet. Hier wird sich ein großer Wunsch erfüllen, was immer das auch ist. Und das kann, wenn wir jetzt auf die Liebe übergehen, definitiv auch im Bereich der Liebe sein. Absolut, absolut. Meine Herren, ist das großartig. Das habe ich noch vorhin gesagt. Guck, wenn die Karten so gut liegen, da braucht man, dann 10 Minuten ist man durch. Aber ich gehe natürlich noch auf andere Bereiche. Das sind so viele Karten. Alle, die Probleme hatten mit dem Kreuz, mit dem Rücken, mit den Gelenken, da habe ich, hier kommt endlich Klärung. Wenn man bislang nicht finden konnte, bei einigen von euch sind das Hautproblematiken, wenn man bislang nicht wusste, woran es liegt, endlich wird man. Ich habe hier. Entweder es ist ein Experte oder eine Expertin oder du kommst selbst dahinter oder du wirst hier, weil das ist so, den Schlüssel zu einem Geheimnis haben. Endlich wird man wissen, woran es lag und was es ist und warum es so ist, woher es kommt und wie man es lösen kann. Hier wird ein gesundheitliches Problem gelöst. Und zwar bei einigen von euch ist es sogar etwas Gesundheitliches, dass ihr schon seit der Kindheit habt. Irgendwelche Problematiken. Hier, was ich hier auch habe, ist, hier könnte bald, weil es steht auch für Medikamente, hier kommt bald, und damit habt ihr nicht mehr gerechnet, damit habt ihr nicht mehr gerechnet. Hier kommt bald ein Medikament, achtet bitte auf die Medien, ein Medikament, das eine bislang unheilbare Krankheit heilen wird. Achtet bitte demnächst auf die Medien, ganz besonders. Ich weiß ja nicht, was dein Thema ist, aber ich habe hier einige von euch leiden durch irgendwas, leiden oder haben irgendwas Chronisches. Hier kommt bald ein Medikament raus, das eine unheilbare Krankheit heilen wird. Das ist hier wirklich, das ist hier ein Durchbruch in der Pharmaindustrie. Das wird hier einige von euch befreien. In der Liebe habe ich, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und das ist hier. Hier hat jemand heimliche Gefühle.
Aber diese Gefühle werden bald offenbart. Hier teilt sich bald jemand mit. Und du wirst erstaunt sein. Einige von euch, die wissen gar nicht, wie viel Liebe jemand für dich empfindet. Und das ist etwas, worauf du schon lange wartest. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und gleich mal gucken, was die andere Karte noch sagt. Zwillingsseelen, eine Leidenschaft ist entflammt. Oh mein Gott. Bisher hat jemand die ganze Zeit sich geweigert. Und endlich lauscht jemand in sich hinein. Hier hat jemand das, weil das Buch kann auch für das Unterbewusstsein stehen. Hier ist sich bald jemand seiner unbewussten Gefühle für dich bewusst. Und zwar volle Lotte. Und wird das auch hier auch sagen. Der Reiter. Kommunizieren. Man wird es auch kommunizieren. Hier macht jemand eine Liebeserklärung. Oder hier offenbart jemand seine Gefühle. Man hat sie lange für sich behalten. Und oder, kann auch beides sein, man wusste nicht, wie viel man für dich fühlt. Und das wird jemand bald erkennen. Jemand erkennt bald, wie stark man für dich fühlt. Und bisher hat man sich geweigert. Ihr gehört zusammen, guck mal hier. Das Kreuz jetzt, ich sehe das jetzt nicht religiös, ja, das meine ich jetzt, ist egal, aus welcher Religion du stammst. Das steht hier, weil im Lenormand steht das Kreuz für Karma, Schicksal, okay? Das ist jetzt, hat nichts mit Religion zu tun. Und hier haben wir beide, Karma, das ist beides Schicksal. Jemand wird bald erkennen oder ist dabei zu erkennen, dass du sein ihr Rikschal bist. In Zurück in die Zukunft. Du bist mein Rikschal. Das habe ich ja schon so oft gesagt. Ich habe doch schon so oft erzählt. Für alle, die nicht wissen, von was sprichst du da? Das ist der Typ, der hat sich nicht getraut, der Frau, die er liebt oder die er bewundert, zu gestehen, dass er Gefühle für sie hat. Und irgendwann traut er sich und schreibt sich das auf den Zettel, und ist aber so nervös, dass er anstatt zu sagen, du bist mein Schicksal, sagt er, du bist mein Rikschal. Und wisst ihr noch die Songbotschaft am Anfang des Videos? Habe ich noch bam 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 bam. Hier hat jemand Herzklopfen. Oh mein Gott, the feeling just begun. Also dieses oh mein Gott, die Gefühle haben gerade begonnen. Hier erkennt jemand bald, dass ihr Zwillingsseelen seid. Und das ist toll. Das ist toll. Dualseelen. Oh Gott. Complicated. Zwillingsseelen können einen karmischen Beginn haben oder eine karmische Zeit, wo es sich anfühlt, als wärt ihr Dualseelen. Das seid ihr aber nicht. Hier in diesem Stapel, hier geht es um Zwillingsseelen. Ihr seid euch so ähnlich wie Arsch auf Eimer. Wirklich. So ähnlich. Ihr spiegelt euch. Ihr seid wie ein Spiegel. Ihr seid wie aus einem Ei gepellt. Wie aus einem Holz geschnitzt. Ihr seid Zwillingsseelen. Ihr tickt ähnlich. Ihr denkt ähnlich. Und das werdet ihr bald erkennen, oder? Wenn du sagst, ich weiß das schon lange. Dann wird er oder sie es bald erkennen. Und dann auch mitteilen. Hier, da liegt die Mitteilung. Die Wunscherfüllung. Hier passiert etwas, worauf du schon eine gefühlte Ewigkeit wartest. Und dieser Person war es vielleicht bislang nicht bewusst, wird aber jetzt Klarheit erlangen, das steht für Klarheit, die Sterne, und das steht für Sicherheit, wird sich diese unbewussten Gefühle, die man auch im geheimen Buch gehalten hat, klar werden, wird erkennen, du bist mein Rikschal. Sechs der Stäbe, ich fühle mit dir Erfolg. Sechs der Stäbe ist der Mann, der auf dem auf dem Pferd sitzt und dann hier ein Lorbeerblatt und gewinnt und alle applaudieren und will dann hier Erfolg, sehr erfolgreich sich den Wunsch erfüllen, mit dir etwas zu starten. Das kann durchaus jetzt hier Stapel 1 und Stapel 2 kann hier 2.0 sein. Ja, das kann hier 2.0 sein. So, Stapel 1 ist das, was so jemand noch durchmacht, und Stapel 2 ist dann dieses, der Herrscher, der jetzt
auf, ich hol's mir, ne? Und dann kann es nicht schnell genug gehen, denn das steht für Schnelligkeit. Das steht für Schnelligkeit. Beruflich habe ich hier, das ist eine Sensation. Eine Sensation. Was immer du hier in Sachen Beruf gefragt hast, ich brauche das gar nicht aufzählen, was, wo, in welchem Bereich. Dann sind wir noch bis morgen beschäftigt. Ich mache jetzt einfach einmal pauschal. Was immer du in Sachen Job, Beruf, Berufung fragst, ob es ein Hobby ist, Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis, kann sogar auch wenn du jetzt im Bereich Rente, Krankenkasse, kriegst du die Zusage, kriegst du nicht, kannst in Rente gehen. Wenn du diesen Stapel gewählt hast und du bist in der Reisegruppe, für alle Beteiligten ein ganz klares Ja. Wunscherfüllung, erfolgreicher Abschluss wird man kriegen. Hier, Vertrag, Zuschlag und Erfolg. Der Erfolg ist bombastisch, wirklich. Nicht mit Worten zu fassen, wie viel Erfolg ich hier liegen habe. Und du hast nicht die leiseste Ahnung davon. Du hast nicht die leiseste Ahnung. Bei einigen von euch kann das im Winter sein. Ich weiß, ist noch ein bisschen hin, mein Schatz, ja? Ist noch ein bisschen hin, dessen bin ich mir bewusst. So was? Ja, Schatz, kann sein, dass es sich noch bis in den Winter hinzieht. Wenn jetzt, also der nächste Winter, der kommt, okay? Weil wir sind ja eigentlich noch im Winter, wir sind ja noch im Februar. Kann sein, dass bei einigen von euch ist es jetzt noch im Februar. Aber bei den meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, kann das erst gegen Ende des Jahres sein. Aber schau, wenn das dann das Ergebnis ist, dann lohnt sich das Warten, wirklich. Das gilt übrigens auch für die Liebe, Schatz, ne? Wobei hier der Reiter für Schnelligkeit schon steht, ne? Unfassbar. Das ist ja eine wahnsinnige, wirklich wahnsinnig, das ist hier eine Love Story mit mega Happy End. Wie im Film. Das ist hier eine Hollywood-Liebesfilm Happy End Story. Ob sie jetzt im Job ist, ob es in der Liebe ist, das ist hier Hollywood. Wirklich. Und dass ihr alle in der Reisegruppe sein wollt, dessen bin ich mir bewusst. Ich auch. Ich will auch mit euch in der Reisegruppe sein. Wir alle. Aber das gilt es abzuwarten, Schatz. Das gilt es wirklich abzuwarten. Lass mich nochmal ganz kurz, warte mal. Ich nehme mal hier die hier. Mal kurz da diese Ecke hier noch mal ganz kurz klären, weil ich hier die 9 der Schwerter habe. So, 9 der Schwerter ist sich unnötig verrückt machen. Unnötig. 9 der Schwerter, wisst ihr. Der Mann, der im Bett liegt und nicht schlafen kann und sich die Hände vors Gesicht hält und sich verrückt macht, Kopfkino hat. 9 der Schwerter, genauso wie die 8 der Schwerter, das sind unnötige Sorgen, also die unbegründet sind, ne? Ist das nicht crazy? Crazy, 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 ladies and gentlemen. Anker auf Anker. Das ist ja beruflicher Erfolg. Und in Sachen Liebe macht hier jemand Nägel mit Köpfen. Hier will jemand eine feste Partnerschaft mit dir. Richtig dick und fett, mit allem, was dazu gehört. Denn das 10. Haus steht halt eben auch für den Status. Wenn jemand bislang Single war, dann wird man hier sogar heiraten. Das ist hier so, hier könnte jemand einen Heiratsantrag machen. Oder, ich sag ja, das ist nicht nur eine Liebeserklärung, das ist hier die Liebeserklärung der Superlative. So dieses, ich will mit dir zusammen sein, ich will mit dir eine Zukunft aufbauen. Etwas, worauf du schon lange wartest. Und wenn du Single bist und du wünschst dir schon lange eine Partnerschaft, dann bist du hier im glücklichen Stapel. Wenn du in der Reisegruppe bist, Schatz, bist du hier im glücklichen Stapel. Dann begegnet dir, das ist, muss ich leider sagen, ich weiß, bitte, please don't shoot the messenger.
Aber es kann von jetzt, das vom Zeitfenster her, von jetzt bis Ende des Jahres, Schatz. Aber schau, wenn das Ergebnis doch so gut ist, dann kommt es auf die paar Monate jetzt auch nicht mehr an. Aber ich habe von jetzt, das kann dir morgen passieren. Vielleicht folgst du ja meiner Empfehlung, meinem Rat, was ich am Anfang erzählt habe, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe am Anfang erzählt, bitte jetzt schaut doch mal in den Veranstaltungskalender im Internet, bei euch in der Umgebung und geht raus und seid auch mutig. Ich bin als Frau in Frankfurt auch alleine ausgegangen. Ich bin ausgegangen, ist mir egal. Ich bin in eine Bar gegangen, im Club gegangen, auch alleine. Und ich habe das genossen. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine... Ich brauche mich nur hinstellen. Ich habe so ein freundliches Wesen und so eine Ausstrahlung. Die Menschen, die sprechen mich ganz von alleine an. Ich muss gar nichts tun. Ich muss nur da stehen und mein Getränk trinken. Und schon sprechen sie mich von links und rechts und allen Seiten an. Und schon bin ich im Gespräch. Und deshalb, Schatz, sei einfach freundlich. Zieh dich schön an, mach dich zurecht, sei mutig, egal ob du Mann oder Frau bist, alleine auszugehen. Guck im Veranstaltungskalender. Denn hier kann dir wirklich etwas passieren. Wenn es nicht jetzt passiert, ich sagte ja, spätestens bis Ende des Jahres, im Laufe dieses Jahres, habe ich, liebe Singles, eine Wunscherfüllung, etwas, worauf du schon eine Ewigkeit wartest, vielleicht sogar mit 9 der Schwerter die Hoffnung verloren hast. Aber hier, die Singles, die kommen in eine feste Partnerschaft oder der Beginn einer Partnerschaft, die dann fest wird, hier, fest wird. Und das ist etwas, wovon du keine Ahnung hast. Null Ahnung, du hast null Ahnung, null. Das ist jemand, der dir noch begegnen wird, okay? Wenn du Single bist. Und bei wieder anderen ist es jemand, den du kennst. Jemand, auf den du schon vielleicht ewig wartest. Egal, Mann oder Frau. Und diese Person offenbart sich dir oder wird sich seiner ihrer Gefühle für dich bewusst. Und wenn man sie schon weiß, dann wird man sie dir einfach auch sagen, ja? Sich offenbaren. Und weiterschauen. Ja, guck, oh, Chatti-Matti. Das ist wie im ersten Stapel, haben auch die Vögel. Guck hier, 9 der Schwerter. Hier hat sich jemand verrückt gemacht. Das ist hier so hin und her, Kopfkino, Kopfkino. Hier hat sich jemand auch lange beeinflussen lassen. Das ist hier nämlich hier Labarababa. Starker Einfluss von Eltern oder Freunden, Bekannten, Verwandten. Leute, die dieser Person vielleicht die ganze Zeit hier reingeredet haben. Und das hatte ich doch seit fast einem Jahr. Habe ich, gerade im Bereich der Liebe, aber auch im Bereich des Jobs, ne, habe ich, dass andere Personen interveniert haben, konditioniert haben und einen Keil zwischen euch getrieben haben. Das wird aufhören. Das hat ein Ende. Das wird aufhören. Und dann guck mal, wird das die Bilder noch dazu nehmen. Diese Zweifel, weil es steht auch für Zweifel, die Vögel, die Zweifel, die man hatte und so, das ist finito. Hier weiß jemand endlich, was man will, beziehungsweise man kommt dazu. Wir schauen ja auch in die Zukunft, Schatz. Ne? Ich weiß, wir wollen immer, dass alles am besten gleich nach der Legung, dass es gleich im Morgen passiert oder in der nächsten Stunde. Aber einige Dinge brauchen eben Zeit, bis sie sich entwickeln. Ach, guck mal, warte mal, da hat sich irgendeine Karte, hat sich da schon gezeigt. Was ist denn hier? Gran Consolazione. Oh, bei einigen von euch ist es eine Wiedervereinigung. Das ist ein großer Trost. Ein großer Trost. Schatz, oh Gott. Guck mal, ich sag doch hier, guck mal, Lorbeerblatt, das ist unfassbar. Hier haben wir Money. Bei einigen von euch ist das hier 10 der Münzen. Mega. Bam, bam, bam. Hier kommt Kohle. Ich sag, vielleicht gewinnst du im Lotto. Ich weiß, das sollte man nicht sagen, aber... Ja, das ist etwas, womit du nicht machst. Ich habe die 10 der Münzen. Willst du mich veräppeln? 10 der Münzen. Mit dem Schlüssel. Das ist etwas, was du nicht weißt. Ja, eine Überraschung. Hier haben wir hier Money. Bei einigen von euch ist es beruflicher Erfolg. Guck mal, Lorbeerblatt. Und bei einigen von euch ist es hier die Liebe, der Ring. Guck, das ist alles mit dabei.
Und für die richtig, richtig Glücklichen, da ist es alles zusammen. Es ist, und weißt du noch, am Anfang habe ich noch gesagt, hier, die hier im Stapel sind, bekommen, weil es gibt natürlich, es gibt gutes Karma, schlechtes Karma. Das ist hier mega Burner, Burner, Burner gutes Karma. Für dafür, dass du vielleicht im vergangenen Leben und in diesem Leben ein richtig guter Mensch bist. Weil du so viel gegeben hast, weil du eine gute Seele bist, weil du immer wieder verzeihst und gut bist, dass du gute Absichten hast und so. Und es ist, bei einigen von euch, ist es so, als ob das Universum dich jetzt wie ein Jackpot in allen Bereichen belohnt. Finanzen, bam. Im Job, bam. Liebe, bam. Als ob du in allen Belangen jetzt belohnt wirst. Und es ist etwas, an das du nicht mehr geglaubt hast. Guck hier. Neun der Schwerter. Auch hier, guck, so. Ach ja, so dieses. Weißt du, so. Mir passiert nie was Gutes. Und dann auf einmal von allen Seiten. Geld, Liebe, Job, bam, 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 bam. Und Gran Consolazione heißt großer Trost. Wirklich. Oh, Schatz. Ich will mit euch in der Reisegruppe sein. Ich will mit euch in der Reisegruppe sein. Bitte. Bitte, liebes Universum, lass uns hier alle in der Reisegruppe sein. Bitte, alle. Wir alle, die wir hier sind. Oh Gott. Boah, krieg ich Gänsehaut. Unglaublich. Das ist hier eine Belohnung. Karmische Belohnung. Aber sowas von. Mein Gott. Sie im ersten Stapel. Das gibt's doch gar nicht. Stapel 1 und Stapel 2 gehören zusammen, Schatz. Hier ist etwas zu Ende gegangen, Ilvedovo. Irgendwas ist zu Ende gegangen. Und hier ist jemand schon dabei, sich etwas Neues zu überlegen. Sich auf etwas Neues einzulassen. In der Liebe steht es dafür, dass bei irgendwem etwas zu Ende gegangen ist und jetzt überlegt man, wenn du der Wartende bist, hier, il pensiero, der Gedanke. Il pensiero heißt der Gedanke. Und il vedovo heißt der Witwer. Wobei hier wirklich steht es einfach dafür, dass etwas zu Ende gegangen ist und dass man jetzt darüber nachdenkt, sage ich ja, sich auf dich einzulassen. Stapel 1 und Stapel 2 gehören zusammen. Das ist hier die Folge. Das ist das, was passiert nach Stapel 1. Wo hatte ich das denn? In irgendeinem Orakel hatte ich das doch jetzt auch. Wo war das denn? War das, ich weiß, Umfeld, Familie, ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich auch, aber das ist ganz oft so, dass die oftmals zusammenhängend sind, die Stapel. Also das ist hier wirklich der Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Guck dir Stapel 1 an, du wirst jetzt natürlich nicht verstehen, warum ich hier so ausflippe. Diese drei Karten, so, genau so, sind in Stapel 1 rausgekommen. Du hast gesehen, wie ich gemischt habe. Hier macht sich jemand Gedanken, wie man mit dir eine Zukunft aufbauen kann. Hier will jemand mit dir eine Zukunft. Und es ist jemand, ich sag ja, jemand, auf den du schon ewig wartest, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Oder es ist jemand Neues. Wenn du jemand Neues kennenlernst, dann solltest du wissen, dass diese Person frisch aus einer Beziehung rausgekommen ist. Hier kommt jemand ganz frisch aus der Beziehung raus und du bist die Belohnung. Oder du bist gerade frisch aus einer Beziehung raus und hier wartet die Belohnung. Das ist eine Belohnung. Die nächste Person, die in dein Leben kommt, ist gutes Karma. Ist deine Belohnung. Ist ein Riesenschatz, wirklich wie ein Jackpot. Heiligs Blechle, da wirst narrisch. Heiligs Blechle, du. Ist der Burner. Ist der Burner. Unglaublich, unglaublich. Also Schatz, das ist hier wirklich... Ich habe hier, egal wie deine Frage lautet, ein positives Ja. Positiv.
wenn du auf ein Nein hoffst, also es gibt einige von euch, wollen ja eher ein Nein haben, für was immer du gefragt hast, dann ist es auch ein Nein. Also deshalb sage ich, was immer du gefragt hast, es ist das, was du dir wünschst. Denn ich hab hier Wunscherfüllung. Es ist die Antwort, die du dir wünschst, die ist hier gegeben. Das kann nämlich auch für einen Vertragsabschluss stehen. Bekomme ich den Deal? Bekomme ich hier, das kann hier, können hier eine Urkunde sein. Bekomme ich eine Urkunde? Bekomme ich einen Preis? Schaffe ich meine Prüfung? Denn das kann auch für Prüfungen stehen hier. Lernen, ja, Bildung. Bekomme ich meine Lizenz oder mein Zeugnis, mein Diplom? Bekomme ich den Antrag? Ich habe den Antrag gestellt. Bekomme ich ja und ja und ja? Das ist etwas, wo du schon ewig dran festhältst, wo du dich verrückt machst. Natürlich auch begründet, denn ich sehe hier, dass jemand die ganze Zeit nicht auf die innere Stimme gehört hat. Und das hatte ich auch im ersten Stapel. Im ersten Stapel kam nämlich raus, dass jemand endlich auf seine, ihre innere Stimme hört. Das, was hier passiert, ist alles Schicksal. Das ist hier, das steht fürs Schicksal. Das ist vorherbestimmt, im Schicksalsbuch. Dass diese zwei Menschen zusammenkommen, die hier zusammenkommen, ist Bestimmung. Das ist Vorsehung. Ganz klassisch. Richtig so jahrmarktmäßig. Das Wirmin-Jahrmarkt, das muss so sein, ihr Gott, zusammen. So muss ich es mir vorstellen, wirklich. Ja? Das ist hier, wie ich immer gerne sage, Jahrmarktslegung, wirklich. Das ist etwas, womit du überhaupt nicht mehr gerechnet hast. Nada, null, niet. Also, das ist hier der Burner-Stapel, Schatz. Und an dieser Stelle höre ich auch auf, denn man soll die Karten, man soll es jetzt nicht noch heraufprovozieren. Ne? Guck, wie kurz jetzt dieser Stapel ist, ne? Aber das ist hier, das ist ein ganz klares Ja. Und ich sag ja, bitte nochmal für alle, die Angehörige haben oder selber irgendwas haben. Ich weiß ja nicht, was du hast, Mensch, Schatz. Ne? Ich will natürlich jetzt hier nicht bei jedem die Hoffnung antriggern. Aber für eine bestimmte unheilbare Krankheit wird es hier bald einen Durchbruch geben. Es wird bald etwas herauskommen, dass eine bislang unheilbare Krankheit heilen kann. Und welche kann ich dir nicht sagen? I don't know, Schatz. Das kann alles Mögliche sein. Es liegt ein Buch. Kann alles Mögliche sein, Schatz, ja. Aber es ist etwas, das bislang, bis heute, bis jetzt als unheilbar galt. Und bald kommt es raus. Es sind nämlich Medikamente. Es kommt bald raus. Hier hat irgendeine Firma, irgendeine Pharmaindustrie oder irgendeine Ein Pharmaunternehmen arbeitet an etwas, das bald einen Durchbruch ha haben wird. Man wird bald eine unheilbare Krankheit heilen können. Ist schon auf dem Weg hier, mein Schatz. Okay? Oh, das ist so ein toller Stapel. Ich drücke uns die Daumen ganz doll, dass wir alle in der Reisegruppe sind. Alle, wie wir hier sind, mein Schatz. Ich will auch mit euch in der Reisegruppe sein. So ein schöner Stapel, da ist wirklich alles, Rundum-Paket, alles dabei, was man sich wünscht, ne? So, mein Engel, jetzt trinke ich noch mal ein Schlückchen. Last but not least, und dann gucken wir hier in Stapel Number 3. Was wir da noch Schönes haben. Number 3. Die Sonne, das ist total verrückt. Eben gerade, als ich hier meinen Schluck Tee getrunken habe, dachte ich noch, willst du sehen, dass gleich die Sonne rauskommt? Ich könnte bei Ghostbusters, kennt ihr noch Teil 1? Muss ich wieder gucken. Ich liebe Ghostbusters. Könnte ich mir, ach, 100 Mal reinpfeifen. Bei Ghostbusters, wo der Mr. Wankman, wo die dann immer die Karte erraten müssen. Und der Typ, der kriegt immer einen Stromschlag, obwohl er die Karte richtig erraten hat. Da könnte ich mitmachen. Hier,
Die Sonne, mein Schatz. Die Sonne, the Sun. Hier, Ast der Münzen. Neubeginn, ein erfolgreicher Neubeginn. Etwas, das sehr glücklich ist. Übrigens, die Sonne und die Sterne, die heben negative Karten auf, okay? Das für alle, die... Hier mal kurze Schleichwerbung. Für alle, die mein Webinar besucht haben. Ich wisst ja, ich biete ja auch, habe ja ein Webinar, das du buchen kannst. Findest auf meiner Webseite. Da kriegst du es nochmal erklärt, ja? Dass die Sonne und die Sterne heben negative Karten auf. Hier wird etwas öffentlich gemacht, aber auch Erfolg in der Öffentlichkeit. Hier haben wir die Stars. Hier stehen einige von euch bald in der Öffentlichkeit mit irgendwas. Ja, ich zum Beispiel auch. Ich zeig mich ja euch bald. Aber was immer das auch ist, hier wird irgendwas öffentlich gemacht, bekannt gemacht. Das ist etwas Neues. Neubeginn. Kann auch sein, dass man eine Partnerschaft offiziell macht. Auch das kann es sein, ja? Wenn ihr bislang eure Partnerschaft die ganze Zeit unter euch oder geheim gehalten habt, dann geht ihr damit jetzt an die Öffentlichkeit. Das kann so lediglich sowas sein wie auf Facebook, ne? In einer Partnerschaft mit dem und dem oder mit der und der. Oder den Eltern vorstellen, weil das steht hier für Gruppen. Das ist hier so wie jemanden an die Hand nehmen und sagen, so Schatz, komm, ich stell dich jetzt all meinen Leuten vor. Ja, so ist das halt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Lass mal überlegen hier. Das ist hier 1, 2, 3, 6, 7, Moment, 6, 7, 8 der Schwerter. Ja, das ist wieder sich verrückt machen. Vorhin habe ich es noch gesagt, im Stapel 2 haben wir die 9 der Schwerter. Das ist so schlaflose Nächte, sich verrückt machen wegen nix. Und die 8 der Schwerter, das sind die Grenzen im Kopf. Das sind die Grenzen nur im Kopf, nicht im Außen. Ja, kann sein, ja, da bin ich mit euch in der Reisegruppe, also das kann sein, sich hier in der Öffentlichkeit zeigen, da macht man sich verrückt. Ich zum Beispiel. Ich bin ganz aufgeregt deswegen. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Also hier haben wir den König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau, und hier haben wir die Fische. Was ist ihr los? Oh mein Gott, sehr wirre die Fische. Das ist hier Money. Aber nicht nur, kann auch für Gefühle stehen. Hier macht jemand auch seine Gefühle öffentlich. Meine Güte, sehr Valentinstag in allen drei Stapeln. Ich habe in allen drei Stapeln offenbart jemand seine Gefühle oder wird sich seiner Gefühle bewusst für jemanden und schreit sie in die Welt hinaus. Wirklich. Das ist hier so Gefühle öffentlich machen. Das kann übrigens auch eine Lotterie sein, jetzt wo ich es gerade sehe. Also sag mal. Hier haben wir den Sarg. Das ist hier totes Kapital. Das ist hier Geld, an das man noch nicht rankommt. Was ist das hier? Sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 der Münzen. Das ist hier Money. Geld, an das man noch nicht drankommt. Aber warum? Müssen wir gleich mal klären. Hier haben wir den Turm. Aha. 6 der Schwerter. Das kann hier eine Erbschaft sein übrigens, ne? Einige von euch hier in diesem Stapel werden erben. Und zwar von einer männlichen Vater, also einer männlichen Vaterfigur, einer Vaterfigur oder Vater. Irgendjemand verlässt die Welt, jemand, der aber schon sehr alt ist. Oder alt ist. Irgendjemand verlässt die Welt und du erbst einen riesen Batzen Geld. Ob du es nun weißt oder nicht. Einige von euch werden einen riesen Batzen Geld erben. Die Person könnte Stier, Steinbock, Jungfrau in der Chart haben. Eure Vaterfigur
kann auch eine Person sein, die weiß ich nicht, einen hohen Status hat. Vielleicht ist es ein Mann, weil wir eine allgemeine Legung haben, kann es natürlich auch eine Frau sein. In der privaten Legung steht der Turm für einen Mann. Wer immer diese Person ist, das kann auch eine Person sein, zu der du aufgesehen hast. Irgendjemand hinterlässt dir etwas. Und weiterschauen. Ein Berg, ja, das ist ja eine ältere Person. Die Person ist schon sehr alt. Das ist niemand Junges. Diese Person ist schon sehr alt, also hat ein ziemlich hohes Alter. Und diese Person könnte dir etwas vererben. Haben wir die 9 der Münzen, da haben wir Ass der Münzen, da haben wir die 8 der Schwerter, König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau, 9 der Münzen, 6 der Schwerter, 6 der Schwerter, das auf ruhiges Fahrwasser kommen, steht für Transition, dass jemand halt eben die Welt verlässt. Und dann haben wir 6, 7, 8 der Stäbe. Und das geht relativ schnell. 8 der Stäbe ist auch Kommunikation. Im Augenblick ist diese Kommunikation blockiert. Es muss auch nicht unbedingt sein, dass hier jemand geht, sondern dass diese Person, weil es kann hier für, das steht hier für Börse, für Aktien. Jemand könnte ein Aktienpaket auflösen und dir davon etwas geben. Noch zu Lebzeiten. Ein Aktienpaket oder sag ja, irgendwas. Und wenn es keine Person ist, dann ist es, also entweder hast du Geld angelegt, dann ist jetzt Zahltag, dann kriegst du jetzt deine Kohle. Und bisher war das Geld fest angelegt. Das ist nämlich Geld, an das man nicht, hier Todeskapital, das ist Geld, das sich akkumuliert hat, an das man nicht rankommt. Hier könnte jemand zum Beispiel, können auch deine Eltern sein. Die können vielleicht bei deiner Geburt Geld angelegt haben, an das du nicht rangekommen bist, okay? Oder ich sag ja, du selber hast in irgendwelchen Aktien oder Fonds investiert, die aber für eine ziemlich lange Zeit, sehr lange muss ich sogar sagen, fest angelegt war. Das ist Geld, an das man nicht rankommt. Erst wenn dieser Fonds aufgelöst wird, wenn dann, wie sagt man, wenn die Ausschüttung ist, wenn die Ausschüttung stattfindet. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Geld das ist. Weil ich habe jetzt eine sehr große Summe Geld. Und bei einigen ist es eine ganz klassische Lotterie, muss ich wirklich sagen. Das ist hier eine Gesellschaft. Also jetzt sage ich etwas, das ist wirklich, das klingt wirklich wie Hollywood, ne? Wie ein Blockbuster. Aber was ich hier habe ist, und es kann mal vorkommen, das ist vielleicht nur eine Person, die hier gerade zuschaut. Aber manchmal kam es auch mal vor, dass in der Lotterie sich jemand nicht gemeldet hat. Und dann fällt der Gewinn auf den nächsten. Weil es ist gut möglich, dass jemand hier seinen Gewinn nicht abholt. Vielleicht hast du irgendeine Lotterie mitgemacht. Muss nicht unbedingt Lotto sein. Irgendeine Lotterie. Und die Person hat sich aber nicht gemeldet oder meldet sich nicht. Und du hast es schon hier ad acta gelegt. Du rechnest schon nicht mehr damit. Und hier könnte sich eine Gesellschaft melden und sagen, dass dir Geld zusteht, weil die Person, die gewonnen hat oder auch gewonnen hat vor dir, sein Los nicht eingereicht hat. Also geht's an den nächsten. Und ich habe hier übrigens, einige von euch sind in einer Spielgemeinschaft, ne? Das ist nämlich hier eine Gruppe. Ihr seid in einer Spielgemeinschaft. Ich finde das nur so verwunderlich, dass hier liegt riesen viel Geld, an das man aber bislang nicht drangekommen ist oder noch nicht drankommt. Aber im Sommer ist es soweit. Im Sommer kommt die hier in dem Stapel sind,
kommen im Sommer zu wahnsinnig viel Geld. Warum auch immer. Entweder durch Erbschaft, durch eine Schenkung, durch eine, so blöd wie es klingt, aber das gibt es nun mal auch, durch eine Lotterie. Weil ich sehe hier eine Gesellschaft, das kann hier ein Anwalt sein, ein Notar, ein Anwalt, kann wirklich hier, das ist hier ein Notar, kann ein Notar sein, der oder die dich hier dann, kommen Sie mal, wir haben hier was für Sie, den letzten Willen liest oder auch wenn du im Lotto gewinnst, du hast dann mit einem Anwalt zu tun, das machen Anwälte, das sind Anwälte, Notare, die dann hier die Abwicklung machen. Aber hier liegt Geld und dieses tote Kapital, das kann auch, weißt du, wie ein Jackpot sein. Da kommt, das ist ein Jackpot, der sich lange angehäuft hat. Und so ist es auch mit einem Fonds oder mit Aktien. Irgendetwas, das lange im Pott liegt, aber niemand kam da dran. Das ist Geld, an das bisher niemand dran kam. Und im Sommer knackt jemand den Jackpot oder, ich sagte ja, dann ist die Frist abgelaufen und hier ist eine Ausschüttung und du wirst erstaunt sein, wie viel Geld du bekommst. Deine Dividende, die Ausschüttung ist enorm. Diese Konstellation steht für wahnsinnig viel Geld. Und dann haben wir auch noch das Ass der Münzen und die Neun der Münzen. Aber es ist etwas, an das man lange nicht drankam. Oder wie gesagt, lange niemand drankam, weil, und es hat sich angehäuft, angehäuft, angehäuft. Lass uns das mal klären. Liebe Männer, ich weiß, das hört ihr nicht so gerne. Aber gerade das ältere Semester, nicht die Jungen, weil ich habe ihr älteres Semester, liebe ältere Männer, die ihr hier zuschaut, hier wird es mal wieder Zeit für einen Urologen. Irgendwas ist mit eurer Prostata, ihr süßen Schatzis. Okay? Irgendwas ist mit der Prostata. Bei einigen von euch ist irgendwas mit den Zähnen. Das wird aber verbessert sich. Ich habe hier eine starke Verbesserung, okay? Für alle, die jetzt schon Probleme mit den Zähnen haben, ich habe hier im Sommer ist Bombe, alles super. Alles tippitoppi hier. Im Sommer. Alles super. Also im Grunde kannst du sagen, Schwierigkeiten mit Knochen, Schwierigkeiten mit dem Nacken, Schwierigkeiten mit der Wirbelsäule, Schwierigkeiten mit den Zähnen oder Kopfschmerzen. Hört bald auf. Spätestens bis zum Sommer ist es ein Traum. Ein Träumchen. Wie man so schön sagt. Ein Träumchen. Alles ist gut. Starke Verbesserung, mein Schatz, wirklich. Etwas passiert relativ schnell. Hier, positive Nachrichten. Hier kommen Nachrichten auf dich zu, die sehr positiv sind. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wow. Oh. Oh, jetzt muss man so aufpassen auf YouTube. Okay, ich muss jetzt kreativ werden. Also, den Ausdruck Schnicki Schnacki kennt ihr ja von mir. Ihr wisst, was Schnicki Schnacki, was ich mit Schnicki Schnacki meine. Zwischen zwei Menschen, ne? Schnicki Schnacki, die sich in der Mitte treffen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe hier, also im Bereich der Liebe, in allen drei Stapeln wiederholt sich die Aussage. Da habe ich keinen Unterschied. Ich habe hier jemanden, der sich bislang zurückgehalten hat, jemanden, die sich bislang zurückgehalten hat. Oh, oh.
Ich klinge wie die Schnecke aus der unendlichen Geschichte. Die hat auch immer so Geräusche gemacht. Hat die immer gemacht. Ich habe hier, das steht halt, das ist hier bei den Männern, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist hier das, ne? Hier so. Ding Dong. Ich kann es nicht mehr sagen, es geht nicht mehr. YouTube hat uns jetzt alle einen Maulkorb aufgesetzt. Irgendwas ging da nicht. Irgendwas lief da nicht so. Das war hier, ging irgendwie nicht so. Hier war jemand blockiert. Das ist aber mental. Ach, der Schwert ist mental. Das war psychisch. Das war nichts Biologisches. Irgendjemand hat das Gefährt nicht hochbekommen. Okay. Hier, die Stange wollte nicht. Aber die Stange, guck mal hier, war tote Hose, aber die Stange fängt bald wieder an zu. Hier, fängt Feuer. Und hier gibt es eine Person, die dachte, irgendwas stimmt nicht mit ihm oder mit ihr. Das stimmt aber nicht. Diese Karten. Das ist übrigens hier für Telefon, Schnicki-Schnacki. Aber nicht nur, denn das steht auch für Begegnungen. Hier, okay. Hier haben wir, du hast es mit einem Mann zu tun. Das ist egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Aber ich hab hier auch meine süßen homosexuellen Männer, ne? So ist es nicht. In einigen Fällen kann es auch für eine Frau stehen, aber das hier steht halt für, ihr wisst, was ich meine, ne? Die Stange. Und die Stange, die ging irgendwie nicht. Tut mir leid. Ich habe hier, die Stange ging nicht, weil jemand mental blockiert war. Hier war jemand emotional blockiert. Das hat mit den Emotionen zu tun. Emotional und seelisch blockiert. Und dadurch war der Kopf blockiert. Weil der Kopf blockiert war, wollte die Stange nicht, wie man wollte. Aber hier, die Stange fängt wieder an, Feuer zu fangen. Und der Grund bist du. Du wirst, das ist hier multiple, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier geht wieder was, wenn ihr wisst, was ich meine. Es läuft. Hier richtet sich was wieder auf. Hier richtet sich was wieder auf. Und zwar durch Gespräche. Ich gehe noch auf andere Themen, aber das kriege ich halt rein. Das ist hier Erfolg. Erfolg pur. Das ist eine emotionale Sache. Also du wirst hier bei irgendwem ein Wunder erwirken. Ein Wunder, an das man nicht mehr geglaubt hat. Man ist hier im Liebesrausch. Und zwar in allen Belangen und Körperteilen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist nämlich hier Schnicki-Schnacki, aber sowas von Schnicki-Schnacki. Das ist in der Nacht hier. Das ist hier tiefe Nacht. Begegnung. Treffen in der Nacht und dann geht aber die Luzi, du. Da geht die Luzi ab. Hier bei euch. Ob du das Problem hattest oder die Person, mit der du es zu tun hattest. So, und wenn's, das kann jetzt, es ist halt eine allgemeine Legung. Und es kann auch für eine Frau stehen. Wenn du bislang Schwierigkeiten hast im Bereich Schnicki-Schnacki, wenn du weißt, was ich meine. Wird jemand bei dir das Feuer entzünden? Denn das ist hier Flüssigkeit, ne? Ihr wisst auch, was ich meine. Wenn es bislang Probleme gab, man konnte nicht mehr richtig rutschen. Man konnte nicht mehr richtig rutschen. Das wird sich ändern. Hier wird jemand dafür sorgen, dass du wieder. Das ist hier.
dass es eine Rutschparty wird. Wirklich. Das kann auch für euch beide stehen. Vielleicht wart ihr beide blockiert. Irgendwas ging nicht in dem Bereich da, schnicki schnacki. Bei wem auch immer. Und das war nur rein psychologisch. Das ist rein emotional. Das sind blockierte Gefühle. Gefühle, die wie tot lagen, wie brach lagen. Da war kein Zugang, kein emotionaler Zugang. Zu sehr im Kopf gefangen. Hier, ach, der Schwerter. Und das wird sich auflösen. Und das Witzige ist, ich habe hier Tag und Nacht. Und da gibt es ein Lied, das nennt sich Night and Day. Ach, wie heißen die nochmal? Das gehört zu einer meiner... Oh, das ist so ein romantisches Lied. Das müsst ihr euch anhören. Bitte hört es euch an auf YouTube. Night and Day. Oh, so ein tolles Lied, so romantisch. Das ist so unendlich romantisch. Night and Day heißt das Lied. Tag und Nacht. Toller Text. Und ich habe hier Night and Day. Irgendetwas passiert in der tiefen Nacht und am Tag. Und das kann dafür stehen, dass ihr euch tagsüber trefft. Und das Treffen geht dann bis in die Nacht. Und da passieren halt eben emotionale Dinge, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die sind so schön, so tiefgehend. Wir haben hier, das steht für, wir haben drei Karten, die von der Seele sprechen. Die Fische stehen für die Seele, der Mond steht für die Seele und die Lilien stehen auch für die Seele. Wenn du mein Webinar besuchst, da lernst du das. Eine kleine Schleichwerbung. Und das ist so eine, hier berühren sich zwei Seelen und zwar so enorm. Und das ist so wie ein Katalysator, das ist so wie, etwas wird freigesetzt. Weißt du, wie ich meine? Das ist so eine tiefe spirituelle Liebe zwischen euch. Ihr werdet euch so gut verstehen, den ganzen Tag über. Ich sage, ihr treffen am Tag und es geht dann bis in die Nacht. Und da passiert halt was, okay? Und einer von euch beiden oder ihr beide, wenn ihr da in dem Bereich, ne, Schnicki-Schnacki-Bereich, blockiert wart oder blockiert seid, oder einer von euch beiden, ich habe das hier... Jemand sich befreit. Jemand wird sich total gehen lassen können. Und dann habe ich hier, das ist hier multiple, du weißt, was ich meine. Oh my goodness. Unglaublich. Und wenn du eine Frau bist, wir gehen jetzt mal vom Klassischen aus, wenn du schwul bist, dann kannst du natürlich von dir auch ausgehen, mein Schatz. Ich gehe jetzt mal von Frauen aus, weil die meisten, die Zuschauer sind halt eben Frauen. Ich habe hier, wenn du eine Frau bist, dann habe ich, wirst du hier irgendjemanden enablen. Also enablen heißt entfesseln in diesem Bereich. Weißt du, was ich meine? Und nicht, weil du jetzt besonders geschickt bist, sondern weil du die Gefühle dieses Mannes bewegst. Okay? Und das geht so tief, dass dieser Mann sich fallen lassen kann und dadurch lösen sich diese Acht der Schwerter. Diese Gefühle zwischen euch, die sind so tief spirituell. Wirklich, das ist schon Transzendenz, was hier stattfindet. Dass jemand wieder kann. Dass jemand einfach wieder kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dich, wenn du ein männlicher Zuschauer bist und du hast in diesen Bereichen Probleme, dann möchte ich, dass du weißt, dass die sind nicht körperlich, die sind bei dir mental, Schatz. Ach, der Schwerter, du bist blockiert, mental, emotional. Kann sein, dass dich ja jemand entmannt hat, also so, weißt du, so... Jemand hat dich in der Vergangenheit extrem verletzt oder hat dir das Gefühl gegeben, es wäre nicht schön, was du da machst oder es ist nicht schön, was du da tust. Und das hat dich blockiert, mein Schatz. Oder auch andere Geschichten, die dir das Gefühl geben, dass du
das nicht drauf hast oder so, aber das stimmt nicht. Das ist nicht deine Schuld, Schatz. Irgendwas hat dich emotional lange blockiert. Und dann habe ich hier, kommt entweder eine Frau oder ein Mann. Wenn du schwul bist, ist es natürlich ein Mann. Wenn du heterosexuell bist, dann ist es eine Frau, die in dein Leben kommt oder vielleicht sogar auch jetzt schon in deinem Leben da ist und befreit dich. Jemand befreit dich. Das ist eine emotionale Befreiung. Und das ist hier, das ist wunderschön. Ja? Das ist sehr, das geht tief. Das ist hier wirklich spirituell. Ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Ich habe hier auch Heilung. Also, das habe ich ja vorhin schon noch gesagt. Wer immer hier Probleme hatte mit Zähnen oder mit dem Kopf oder mit der Wirbelsäule, mit dem Nacken, ja. Ich habe hier, das nimmt ein Ende. Das ist hier Heilung, mein Schatz, ist auf dem Weg zu dir. Spätestens bis zum Sommer ist die Heilung abgeschlossen. Wirklich, mein Schatz, wirklich. Egal, was hier für eine Problematik ist, ich kriege hier Heilung rein. Immer wenn ich schweige, bin ich am Channel und mal ganz kurz hier nochmal reingehen. Wenn wir das sechste Haus, Sternzeichen Jungfrau, dann haben wir hier Sternzeichen Krebs, Mond, dann haben wir hier Merkur ist Zwillinge und Jungfrau. Das steht für Kommunikation. Und ich sag ja, einige von euch werden auch hier Telefon-Schnicki-Schnacki haben. Das ist hier am Telefon. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann es halt jetzt nicht sagen. Es gibt jetzt strenge Regeln auf YouTube, wo man sowas nicht mehr sagen darf. Das ist hier Schnicki-Schnacki am Telefon. Bei einigen von euch. Aber der Reiter steht auch für Begegnungen. Also, das kann sowohl als auch sein, kann auch beides sein. Muss nicht nur eine Sache sein. Und das wird, oh, das ist so, das geht so tief, wirklich. Emotional meine ich jetzt, ja. Hier berühren sich die Seelen. Ich habe hier zwei Seelen, werden sich berühren. Kann sogar sein, dass einige von euch sogar weinen müssen dabei. Das gibt es, ja. Dass wenn man dann einen gewissen Höhepunkt erreicht hat, wenn du weißt, was ich meine, dass sich dann, weißt du, der Kummer löst, alles löst sich und dann so, das sind so, das ist ein Misch aus Glückstränen, Freudentränen, glücklich sein, sich befreit fühlen, ne? Wirklich frei, weil es steht hier für die Klarheit, Klarheit von Gefühlen, ne? Guck mal, wie zufrieden der Mond guckt, guck mal. Na, hier. Das ist wie zufrieden. Völlige Zufriedenheit, Frieden. Das ist so, und das ist die Karte für Frieden. So innerlich sich angekommen fühlen. Richtig angekommen, emotional angekommen. Jetzt komme ich zu anderen Themen, die nichts mit Schnicki-Schnacki zu tun haben oder irgendwas in dem Bereich. Denn ihr wisst ja, die Linien stehen auch für die Familie. Ich habe, wer Probleme hatte, weil ich habe hier Trennung. Trennung und extrem verhärtete Fronten mit einer Vaterfigur oder kann auch mit den Eltern sein, mit der Familie sein. Ich habe hier endlich Heilung. Und bei einigen von euch, einige von euch haben schon seit vielen Jahren nicht mehr mit der Familie oder mit dem Vater oder mit der Mutter oder Großvater, Großmutter, egal mit wem. Viele haben schon seit vielen Jahren vielleicht oder eine sehr lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich habe hier absolut Frieden. Sich hier treffen, treffen, wirklich treffen in der Öffentlichkeit. Sich treffen. Und das wird schön. Hier werden auch so eine Mischung aus so Tränen und also so Freudentränen, aber auch traurig sein. Das ist ein Misch, so wirklich ein Gemisch an Gefühlen, wenn man sich wieder sieht. Aber große Freude, große, große Freude.
Weil ich habe hier verhärtete Fronten lösen sich endlich auf. Hier war eine Pause, hier waren Grenzen gesetzt, hier war ein Cut. Das hört auf, mein Schatz. Kann auch sein, hier war jemand auch stur. Eine Vaterfigur oder Mutterfigur war stur, ohne Ende. Hier gibt jemand endlich die Sturheit auf. Und wir wissen ja, Erdzeichen, Stier, Steinbock, Jungfrau können extrem stur sein, ne? Wirklich extrem. Hier gibt jemand seine Sturheit auf und ich habe hier Frieden schließen. Frieden. Wirklich Frieden schließen. Sich versöhnen. Oh Schatz, guck mal. Oh Schatz. Das ist hier, guck mal hier, die Liebe. Oh Gott. Das ist hier wirklich the love. Und das ist egal, ob jetzt so die Liebe in der Familie ist wieder da. Diese Eis, das ist hier Eiseskälte, das ist hier Eiseskälte. Sturheit und Kälte und Strenge und Grenzen setzen, nicht mehr miteinander reden, verhärtete Fronten. Das hört alles auf. Jetzt, demnächst. Und das bei einigen von euch ist es jetzt schon, jetzt im Winter. Und bei einigen ist es zwischen jetzt bis zum Sommer, habe ich hier Liebe. Sich versöhnen, sich wieder lieb haben, in der Familie sich wieder vereinigen und treffen, öffentliche Treffen. Ihr könntet hier, weil ich habe hier könnte man sich im Restaurant treffen, auch zusammen essen gehen dann. Und bei einigen kann es sogar sein, dass der Grund dafür ist, dass man schwanger ist. Einige von euch werden der Familie mitteilen, ich bin schwanger, und eine Vaterfigur gibt dann seine Sturheit auf oder eine Mutterfigur oder die Eltern. Oder dass man, du hast vielleicht den Mann deines Lebens kennengelernt oder die Frau deines Lebens und du wirst berichten, dass ihr heiraten wollt oder was auch immer. Sag ihr entweder Schwangerschaft oder heiraten. Und die Eltern werden sehr glücklich, oder wer immer das hier ist, ne, kann auch, muss nicht unbedingt leiblich sein, kann eine Vaterfigur sein, Mutterfigur sein, wird sehr glücklich darüber sein. Und weil ich's, hab ich ja, am Anfang habe ich ja noch gesagt, hier jemanden vorstellen, der Familie vorstellen, den Freunden vorstellen, wem immer, irgendwen stellst du hier vor. Entweder stellt dich jemand vor oder du stellst jemanden vor. Und das wird hier als Anlass genommen, um auch innerhalb der Familie Frieden zu schließen. Und ich habe hier sehr viel Liebe, so sich in die Arme fallen und weinen vor Glück und Freude. Und das ist alles so sehr berührend, alle Beteiligten, ne? Alle so, weil ich sehe hier so, ich habe ein Bild vor Augen, wie alle sich in die Arme fallen und allen fällt Tränen aus den Augen. So dieses, dass endlich diese Grenzen vorbei sind. Diese verhärteten Fronten sind vorbei. Endlich ist Liebe und Frieden. Das ist so schön. Das ist wirklich großes, großes Glück. Ach, entschuldige, ich sehe gerade, sind gar nicht die Schwerter. Hier sind die Schwerter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier, 8 der Schwerter. Und das sind die 8 der Stäbe. Das sind Kommunikationsschwierigkeiten. Hier hat jemand Probleme im Bereich Schnicki-Schnacki, weil man nicht sagen kann, was man will und was man nicht will. Hier drückt sich jemand einfach nicht aus. Hier hat jemand bislang in dem Bereich, ne, in dem Bereich, was ich vorhin gemeint habe, hier hat jemand bislang Dinge an sich machen lassen, die einen nicht berühren. Und deshalb hat sich hier nichts geregt. Und der Grund ist, weil man sich nicht getraut hat, zu sagen, was man mag und was man nicht mag.
Weißt du, so dieses, man sollte es schon sagen, ne? So dieses, na, das macht mich weniger an. Ja, ich mach lieber das, das macht mich wirklich an. Das hat sich hier jemand nicht getraut. Das heißt, er oder sie hat an sich Dinge machen lassen, die einen nicht wirklich anmachen, weil man sich nicht getraut hat, was zu sagen. Vielleicht steht man auf spezielle Dinge oder aber das ist etwas, womit man sich nie, womit man sich nicht traut, damit so nach dem Motto gesagt man, hier kommt jemand mit der Sprache nicht raus, ne? Und es ist gut möglich, dass du aber diesen Mann, diese Frau entfesselst. So dieses, dass du, als ob du die Wünsche erfüllst. Oder weißt, so instinktiv weißt, was dieser Mann, was diese Frau braucht. Und ihm, ihr vielleicht auch das Gefühl gibst, dass man sagen kann, was man will, was man haben will. Hier ist Kopfkino. Das sind Achterschwerter. Ja, hier hat man sich bislang oder immer noch verrückt gemacht, was die anderen darüber denken. Das ist auch immer wieder dasselbe. Fazit ist, dass ich hier definitiv, das ist jetzt hier Stier und Waage Energie. Das ist hier siebtes Haus. Siebtes Haus und zweites Haus. Und das sind genau die Themen, von denen ich hier gerade gesprochen habe. Am Anfang sprach ich noch von Geld. Hier kommen die, die hier in der Reisegruppe sind, kommen zu sehr viel Geld. Durch die unterschiedlichsten Thematiken, sage ich ja. Entweder hast du Geld angelegt und das ist Geld gewesen, das fest angelegt war, man kam nicht ran. Und bei einigen von euch ist es durch eine Erbschaft wieder, oder Schenkung. Bei wieder anderen von euch kann es schon auch eine Lotterie sein. Zweites Haus. Und siebtes Haus ist Liebe. Also Liebe im Sinne von innerhalb der Familie sich versöhnen. Mit Personen, wo die Fronten extrem verhärtet waren, ganz besonders mit Vaterfigur, ganz, ganz doll. In einigen Fällen auch eine Mutterfigur. Und im Bereich der Liebe, da habe ich, dass sich jemand lange zurückgehalten hat, hier auch verhärtete Fronten, hier hat jemand, ist mit der Sprache nicht rausgerückt, aber endlich wird hier jemand verbal. Hier kommuniziert jemand etwas und damit habe ich hier den Neubeginn, einen sehr erfolgreichen Neubeginn. Und ich muss ehrlich sagen, im Bereich der Liebe wiederholen sich die Aussagen in allen drei Stapeln. Das habe ich so auch noch nie gehabt. Es waren immer mal Parallelen da, aber dass es sich so extrem wiederholt, das hatte ich so noch nie. Dass in jedem Stapel die gleiche Aussage ist, dass jemand sich zurückgehalten hat und endlich weiß, was man will, sich der Gefühle bewusst wird und die auch ausspricht und sagt. Hier in dem Stapel kommt halt eben die Besonderheit noch dazu, dass hier im Bereich Schnicki-Schnacki was passiert und dass das eine unglaublich tolle Erfahrung wird. Eine ich sag ja fast schon spirituelle Erfahrung, wirklich. Das ist so. Das gibt es, ja. Das kommt selten vor. Dass wenn zwei Menschen, die seelisch so miteinander verbunden sind, dass dann auch in dem bestimmten Bereich, wenn du weißt, was ich meine, ja, genau da, so schnicki-schnacki, dass das dann eine Erfahrung ist, die man so nicht jeden Tag erlebt oder und auch nicht schon gar nicht mit jedermann erlebt. Also mit jedem Menschen. Das ist wirklich etwas sehr Seltenes, dass man da. Dass zwei Menschen, die sich dann vereinigen, ja, in dem Bereich,
dass das schon, dass da geht's nicht um Technik oder wie geschickt jemand ist. Das ist spirituell, das ist tiefgehend, das ist eine seelische Liebe. Und wenn zwischen zwei Menschen eine seelische Liebe ist, dann ist das Körperliche ist Wahnsinn. Das ist wirklich eine, schon fast wie eine außerkörperliche Erfahrung, die man erlebt. Wirklich. Die ist außerkörperlich. Die ist unglaublich. So sich im anderen verlieren, im anderen aufgehen. Das habe ich hier, diese Konstellation hier mit der Venuskarte. Das ist unfassbar. Und alles das ist nicht möglich gewesen bisher. Ich sag ja, entweder weil jemand es nicht zugelassen hat, diese Erfahrung mit dir nicht zugelassen hat, oder du hast diese Erfahrung nicht zugelassen, oder jemand hatte bislang Probleme in dem Bereich und die lösen sich aber jetzt auf demnächst. Und das Single-Dasein hat hier auch ein Ende. Wir haben nämlich hier die 9 der Münzen und das ist finito. Also, wenn du noch Single bist, ich sag's euch, das ist auch ein Thema, das jetzt in allen drei Stapeln rauskam. Also, alle drei Stapel, die Single sind, das ist finito. Singlezeit ist finito, mein Schatz. Für dich beginnt in diesem Jahr wirklich eine Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist sonderbar, sehr sonderbar. Mit sonderbar meine ich, das ist nicht irgendwas, was man da so, ist nichts Flüchtiges. Das ist nicht nur, dass es was Ernstes wird, sondern das ist eine Seele, die dir begegnet, mit der du was anfangen wirst. Und eine spirituell emotionale, seelische, geistige, mentale Erfahrung haben wirst auf allen Ebenen, wie du sie so vielleicht noch nie erlebt hast oder nur sehr selten erlebt hast. Single-Dasein, weil das steht auch für Single-Sein, der Turm. Und man war lange Single, ist finito, vorbei. Hier ist es sich verlieben. Und einige von euch sind hier auf einer großen Veranstaltung. Entweder geht ihr auf eine große Veranstaltung, weil ich habe hier, das sind viele Menschen, vor allen Dingen hier illustre Menschen. Das sind sehr erfolgreich. Das ist eine Veranstaltung, wo entweder Celebrities sind oder Stars sind oder Leute, die von hohem Rang, ja? Und entweder lernt ihr euch da kennen, wenn ihr Single seid, oder jemand nimmt dich mit, weil das kann hier eine Einladung sein. Jemand nimmt dich auf eine Großveranstaltung mit oder auf eine Veranstaltung mit Menschen, ja, namhaften Menschen oder illustren Menschen. Und ich sag ja, einige, weil das steht für Celebrities. Oder Namen, sag ja, Celebrities, namhafte Menschen. Oder die halt eben bekannt sind in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Einen Namen haben. Eine gute Reputation oder renommiert sind. Auf jeden Fall ist es hier eine Großveranstaltung. Das ist bei Tag. Deshalb sage ich, jemand könnte entweder ganz. Ich wiederhole nochmal, entweder lernst du auf so einer Großveranstaltung bei Tag jemanden kennen und ihr werdet sogar bis in den Abend noch zusammen sein und da kann sogar auch noch viel mehr passieren. Und bei wieder anderen, jemand nimmt dich mit. Das kann ein Konzert sein, irgendjemand nimmt dich mit. Und ihr werdet bis in den Abend hinein zusammenbleiben und dann passiert auch was, auch da, in dem Bereich. Oh, das ist toll. Das ist oder die Erfahrung, die ihr hier machen werdet, habt ihr so noch nie gemacht oder sehr selten. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Wenn du hier in der Reisegruppe bist, im Bereich der Liebe, wirst du ein Erlebnis haben mit einem Menschen, das so tiefgehend ist, das ist unglaublich. Da berühren sich die Seelen. Und ich sagte ja, kann sogar sein, dass es euch so berührt, dass ihr sogar beide weinen müsst vor Freude. Vor Freude aber. Vor Glück. Dass ihr euch in die Arme fallt und so wie, wo warst du denn mein ganzes Leben lang? So ungefähr. Ist unglaublich.
Und im zweiten Stapel kamen Zwillingsseelen heraus. Deshalb sage ich, das ist hier auch Zwillingsseelen. Definitiv treffen hier zwei Zwillingsseelen zusammen. Und das hat Riesenpotenzial. Ich habe einige von euch, weil ich habe die Acht der Schwerter, einige von euch fühlen sich erst einmal unwohl. Ja, weil hier, also ich, weil die, weil so viele Menschen sind. Das sind so viele Menschen oder vor allen Dingen auch so viele Menschen mit hohem Rang, ja. So, einige, sag ja, einige von den Menschen, die auf dieser Veranstaltung sind, sind sogar auch namenhaft. Kann ein Konzert sein oder und so weiter. Aber dann gegen Abend, also wenn es dann immer dunkler wird, dann wird's immer schöner, immer kuscheliger, ne? Wird dann immer kuscheliger zwischen euch. Bis es dann halt wirklich, sag ja, bei einigen von euch, das da passiert. Das ist so schön. Lass mich nochmal hier gucken, was das ist hier. Ja, guck mal, die Wolken, Neptun-Energie, das ist hier Fische. Also unklar, Ängste. Das steht für Ängste. Das hatte ich auch im ersten Stapel. Hier hat jemand viele Ängste in sich. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Die aber vorbeigehen. Die gehen vorbei. Also für alle, die in Therapie sind. Für alle, die in Therapie sind, in psychologischer Behandlung. Da habe ich einen Erfolg. Aber erst zum Sommer hin. Sich befreien. Da habe ich Befreiung der Seele. Im Sommer. Bis zum Sommer oder im Sommer. Immer wenn ich Sommer sage, muss ich immer an das Lied von Peter Maffay denken. Es war Sommer. Und sie 32. Jedes Mal, wenn ich Sommer sage. Lass mich mal kurz hier nochmal auf die Wolken legen. Oh ja. Uiuiui. Es sind kleine, diffuse Störungen, die jemand hier so ein bisschen hat. So. Das ist nicht viel. Glaub mir, das ist nicht viel. Das kommt auch schon aus der Kindheit. Das ist etwas, das man schon seit der Kindheit hat. Aber das wird sich auflösen. Hier haben wir jetzt Widderenergie. Das ist hier Kopf, guck, und der Berg steht auch für den Kopf. Das ist im Kopf. Hier hat jemand mentale Schwierigkeiten. Diffuse Ängste und so. Aber das hört alles auf. Das geht weg. Hier hat jemand einen Durchbruch, einen seelischen Durchbruch. Oh je, das sind aber viele Karten. Mach ich weg. Nimm nur die hier. Oh, guck mal, hier konnte sich jemand nicht richtig freuen. Was ist das hier? Hier haben wir jetzt. Hier haben wir jetzt Jupiter Schütze und hier haben wir Skorpion. Achtes Haus. Achtes Haus ist. Achtes Haus, neuntes Haus, zwölftes Haus. Das ist so. Hier war jemand sein eigener Feind. Hier hat jemand sich selbst seelisch selbst im Weg gestanden. Man konnte sich nicht richtig freuen. Und hier im achten Haus ist ja hier Schnicki Schnacki, auch Probleme. Hier konnte jemand einfach nicht genießen. Hier hat sich jemand nicht erlaubt zu genießen. Und das rührt aus der Kindheit her.
Was ist das hier? Es ist, als ob dieser Mann, diese Frau, mit dem du es hier zu tun hast, mit der du es hier zu tun hast, es nie richtig erlaubt worden ist, Freude zu fühlen. Und das hat sich dann in die Psyche eingebrannt, sodass man sich nicht erlaubt, Freude zu fühlen. Gerade hier in diesem Bereich, ne, wenn es dann da um Schnicki-Schnacki geht, als ob es was Schlimmes wäre. Ich habe auch übrigens. Ah, okay. Ich habe hier. Im Schnicki-Schnacki-Bereich kann sich jemand deshalb nicht fallen lassen, weil man Angst hat, jemanden zu schwängern. Also, entweder kannst du dich nicht fallen lassen, weil du Angst hast, jemanden zu schwängern, oder du hattest bislang Angst, jemanden zu schwängern. Oder du hast Angst, schwanger zu werden. Und deshalb konntest du dich nicht richtig fallen lassen. Aber das hört jetzt auf. Und das hängt damit zusammen, weil jemand endlich weiß, dass man mit dir eine Zukunft haben will. Und so nach dem Motto, jetzt ist es mir egal. Wenn es passiert, dann passiert's, ne? Und vorhin sagte ich ja noch wegen Schwangerschaft, das kann alles zusammenhängend sein. Dass in dem Augenblick, wo jemand sagte, komm, wenn es passiert, dann passiert's. Weil bisher hat jemand hier so. Hier in dem Bereich, ne? Auch wenn ihr ein Paar seid, auch wenn ihr verheiratet seid, er oder sie wollte einfach kein Kind bislang. Da hat man sich vehement geweigert. Aber auf einmal will man doch. Plötzlich will man doch. Und in dem Augenblick, weil man doch will, endlich kann man sich gehen lassen. Und dann ist ja, gib ihm, ne? Gib Gas. Und in dem Augenblick fließt alles. Ups. Das heißt, hier hat sich jemand immer zurückgehalten und dadurch war man blockiert. Dann ging das nicht. Panik, richtige Panik davor, jemanden zu schwängern oder schwanger zu werden. Aber weil man plötzlich das Gefühl hat, jetzt passt es, ist die richtige Zeit oder das Geld ist da. Oder ist es die richtige Frau, oder ist es der richtige Mann, oder keine Ahnung was. Das ist jetzt ein Motiv für eine ganz spezielle Reisegruppe, ne? Bei einigen von euch, da hat das nichts mit Schwängern zu tun, sondern dann ist das eine Problematik, die schon aus der Kindheit herrührt, weshalb jemand in diesem Bereich Probleme hatte. Seelische, psychisch, mental, die sich aber auch gerade in dem Schnicki-Schnacki-Bereich ausgewirkt haben. Und bei wieder anderen ist es lediglich die Tatsache, dass man sich nicht halt gehen lassen. Und das hat eben dann klar diesen Bereich auch blockiert, weil man zu viel Angst hatte, jemanden zu schwängern oder schwanger zu werden. Und dann, klar, dann geht gar nichts, ne? Dann kann man sich nicht gehen lassen. Aber also was hier in diesem Stapel besonders toll ist, dass was immer die Blockade war, sich jetzt ins komplett Gegenteilige wandelt. Und zwar extrem erfolgreich. Nur als Beispiel. Gesundheitliche Probleme, die da waren, lösen sich auf und ich habe hier totale Heilung. Ja, also richtig Regeneration. War jemand blockiert in der Liebe oder hat sich zurückgehalten, hat dir keine Gefühle gezeigt, die Fronten waren verhärtet und so weiter, wendet sich das Blatt und genau das Gegenteil wird passieren. Ich habe hier tiefe seelische Liebe, der ganzen Welt sagen, dass man dich liebt und man will dich der ganzen Welt präsentieren und zeigen. Wenn hier jemand im Bereich Schnicki-Schnacki blockiert war, ging nicht und so weiter, weil man entweder Probleme aus der Kindheit noch hatte oder Angst hatte, ein Kind zu bekommen, auch das löst sich komplett auf und ins Gegenteilige und es wird einfach nur schön.
in der Familie, verhärtete Fronten, nicht mehr miteinander reden und löst sich komplett auf und Frieden und Wiedervereinigung, Freuden drehen sich in die Arme, fallen zusammen, essen gehen, in eine Veranstaltung oder in ein Restaurant gehen, sich versöhnen. Also was immer hier die Blockaden sind. Und ich habe hier übrigens, das muss ich auch noch dazu sagen, das für eine ganz bestimmte Reisegruppe, wer immer hier Probleme mit Behörden oder Ämtern hatte, das ist ja bald in Auflösung. Ich habe hier behördliche und amtliche Geschichten, die schwierig waren. Auch Schwierigkeiten mit Vorgesetzten oder mit Autoritäten oder mit einer mit autoritären Person. Auch für alle, die Probleme hatten mit einer Vaterfigur im Sinne von, weil ich habe hier Kinder, wenn es hier zum Beispiel um Sorgerecht geht oder der Kindsvater, weil es eine allgemeine Legung ist, kann es auch die Kindsmutter sein. Wenn es hier Probleme gab, mein Schatz. Auflösung. Hier wird etwas aufgelöst. Und vor allen Dingen fließt Geld. In diesem Stapel, ich meine, auch im Stapel 2 war natürlich der Burner, ne? Da waren ja alle Belange perfekt. Aber hier habe ich, gerade wenn es dir um Geld geht, habe ich, ich weiß nicht durch was, aber hier, die hier in der Reisegruppe sind, bekommen einen riesen Batzen Geld. Etwas, das dir zusteht. Bei einigen ist es eine Erbschaft, weil wir hier, wenn wir hier 1, 2, 3, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind die 9 der Münzen, genau. Das ist hier Geld. Geld, das dich unabhängig macht. Vor allen Dingen auch Geld, womit du dir irgendwas verwirklichen kannst. Ich habe hier ein Neubeginn. Irgendwas wirst du damit tun können. Das ist einfach toll, Mensch, Schatz. Ich gucke nur noch mal abschließend in der Liebe und dann ist aber Feierabend. Ich glaube, dieses Orakel ist 100 Jahre lang jetzt, ne? Bereich der Liebe. Also, Bereich der Liebe ist einfach toll. Blockaden sind komplett, werden komplett aufgelöst sein. Aber bei vielen von euch ist es erst so um die Sommerzeit. Kriege ich schon rein. Kann jetzt schon, irgendwas ist jetzt schon Winter, aber hauptsächlich ist es im Sommer. Wirklich im Sommer. Hier hat jemand sich schwer getan, sich zu öffnen, dir gegenüber. Wirklich. Sich zurückgehalten. Da steht für sich auch Grenzen ziehen, sich zurückhalten, nichts tun, passiv, komplett passiv sein. Aber plötzlich entfachen die Gefühle hier. Guck hier, plötzlich geht hier ein Feuer auf. Und dann hier, ne? Rest habe ich ja schon erklärt. Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Also wie gesagt, hier, da, Feuer. Someone is on fire. Jemand ist hier. Und da gibt's doch dieses Lied, von wem ist das denn? Lions King? King Lions? Oder wie heißt der? King Lions? Lions King? I'm on fire. Da gibt's einen Song, der heißt On Fire. Kannst du dir mal die Übersetzung angucken, anhören. Hier, ein Wunder. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Das habe ich gesagt. Ihr glaubt mir ja nicht. Vergebung. Guck, habe ich doch gerade gesagt, Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist viel zu wertvoll, um es sich zu verderben. Guck hier, ich habe hier Versöhnung. Das ist hier der absolute Mega-Versöhnungsstapel. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit, ja. Habe ich ja gesagt, im Sommer, Schatz. Bis zum Sommer. Zwischen jetzt und Sommer. Kann auch jetzt schon was passieren. Aber so dieses Bing, Bang, Pung, Pow ist erst zum Sommer hin. Auch diese Veranstaltung könnte erst im Sommer sein. Dass jemand dich einlädt und mit auf eine Riesenveranstaltung nimmt. Und das ist eine Veranstaltung, da sind Leute, die, sag ja, illustre Gäste, die einige von ihnen könnten sogar namhaft bekannt sein, irgendwas ist da. Öffentliche Veranstaltung mit hohem Rang. Hier möchte ich dir den Rat geben, lass den Dingen gerade ihren Lauf. Hier arbeitet die Zeit gerade für dich, muss ich dir wirklich sagen.
Ob es jetzt Geschichten mit Ämtern und Behörden sind, finanziell auf jeden Fall. Wenn es hier Geld ist, das dir zusteht und an das du im Augenblick nicht rankommst, wo du vielleicht sogar einen Anwalt einschalten musst oder eine Anwältin. Die Zeit arbeitet hier gerade für dich, Schatz. Wirklich. Auch im Bereich Sorgerecht, wenn du Probleme hast mit dem Kindsvater, Kindsmutter. Ich habe hier arbeitet die Zeit für dich, wirklich. Hier wird sich etwas verwandeln. Wirklich, wirklich. Und auch wenn du es jetzt nicht glauben kannst, ist es sogar gut möglich, dass ihr euch mit dem Kindsvater, mit der Kindsmutter versöhnt. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr eine Beziehung eingeht. Für jeden von euch, das ist dir überlassen, ob ihr wieder miteinander was anfangen wollt. Aber ich habe hier zumindest sich versöhnen für das Kind. Denn das Kind leidet mittlerweile schon darunter. Das Kind leidet. Das Kind empfindet keine Freude mehr, dass ihr Eltern euch so kappelt. Die Probleme hatten im Bereich Schwangerschaft. Oh, mein Bauch brummelt da vor sich hin. Alle, die Probleme hatten im Bereich Schwangerschaft, weil ich habe hier, ne, gab es Schwierigkeiten. Es kann sein, dass ihr künstlich befruchtet und das wird erfolgreich sein. Weil das kann für eine Klinik stehen. Ich habe es hier im Sommer. Weil das kann hier auch Schwangerschaft, das ist hier, kann auch Schwangerschaft sein, Fruchtbarkeit, ja? Und da, also entweder werdet ihr jetzt schwanger oder erst im Sommer. Also entweder macht ihr das jetzt oder im Sommer. Weil ich habe hier zwischen jetzt und Sommer Erfolg, wirklich. Das ist hier erfolgreich. Kann auch auf natürlichem Wege sein, denn ich habe hier Schnicki-Schnacki, ne? So ist es nicht. Hier liegt Schnicki-Schnacki. Und hier war jemand vielleicht auch blockiert und da, weil das kann hier, das ist hier, da stimmte was nicht, ne? Mit den Spermien. Und das, aber man wird hier eine Lösung finden, man wird hier die Lösung des Problems finden und dann plötzlich geht's. Plötzlich geht's. Ich habe hier plötzlich wird man schwanger. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber mein Bauch brummelt gerade wie verrückt. Wie wild brummelt es vor sich hin. Also mein Schatz, ich glaube, jetzt ist aber wirklich alles gesagt, weil ich immer alles raushole, aber irgendwann ist auch mal Feierabend, zumal sich auch die Aussagen auch stark wiederholen. Und ich meine, ihr seht ja selber, was rausgekommen ist. Im Grunde haben diese Karten nochmal die Legung bestätigt, ja. Es wird eine Versöhnung geben, es wird eine Art Wunder geben, es wird Erfolg geben, es wird ein Happy End. Und die Blockaden, die hier sind, egal was du hier guckst, ob es Liebe ist, ob es Familie ist, ob es Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden sind oder im Bereich Sorgerecht oder Geld, an das man noch nicht rankommt, alles das löst sich auf. Und spätestens bis zum Sommer oder im Sommer habe ich dich hier voll im Glück und im Saft, ja. Also das ist hier einfach sensationell. Das Ergebnis ist großartig. Eigentlich so gut wie im zweiten Stapel, wenn du so willst, ja? Hier habe ich nur, dass hier gezeigt wird, dass davor, einige sind noch hier mittendrin, ne? Weil es dauert ja noch eine Weile bei einigen von euch, dass ihr noch hier mittendrin seid, dass hier noch der Weg gezeigt wird, der gegangen werden muss, bis zu dem Erfolg, der zum Beispiel im Stapel 2 schon gezeigt wird. Also diese drei Stapel sind definitiv zusammenhängend, ja. Für einige von euch auf jeden Fall. Okay? Okay, mein Schatz. Also mein Engel, ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen. Und wie ich immer sage, speichert euch diese Orakel in die Playlist, weil das sich erst, guck mal hier, im Sommer zum Beispiel manifestieren kann.
Und das weißt du jetzt im Februar nicht, was ich dir, also im Sommer weißt du nicht mehr, was ich dir im Februar erzählt habe, okay? Und so kannst du immer nachschauen, wenn du schon spürst, dass einer dieser Stapel oder vielleicht sogar alle drei Stapel mit dir in Zusammenhang stehen können, dann speicher es dir ab. Und wenn du merkst, da tut sich was und du erinnerst dich, da war doch mal so ein Orakel, dann kannst du deine Playlist gucken, dann kannst du es dir nochmal genauer ansehen und dir nochmal die einzelnen Details anhören, die hier gesagt worden sind. Und das weißt du im Sommer nicht mehr, ne? Okay, mein Engel, also wie gesagt, ich hoffe, dass es dir hilft und es ist eigentlich ganz, ganz toll und du auch am Anfang, auch der erste Stapel, hast du gesehen, haben wir eine tolle Auflösung, ne? Das löst sich alles auf, auch wenn es sich erst einmal schwierig gestaltet hat oder schwierig gestaltet, habe ich dann doch auch Happy End, so wie hier auch, mein Schatz, ja. Mein Engel, ich danke euch für das Abonnieren meines zweiten Kanals und wer vorgespult hat und es nicht gehört hat, jetzt im Februar geht's los mit meinem zweiten Kanal. Da werde ich mich auch zeigen, da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Und ja, bin ich gespannt, ob dann das, was ich da für euch vorhabe, da in diesem Kanal auch, ob es euch gefällt, ob es euch interessiert. Erlaubt es mir auch bitte, Fehler zu machen. Erlaubt es mir bitte, auch ich selbst sein zu dürfen, ohne dass ich mich jetzt verbiegen muss für euch. Ich will einfach authentisch sein, so wie ich bin. Und ja, und manchmal habe ich vielleicht Themen, die euch nicht interessieren. Manchmal habe ich Themen, die werden euch sehr interessieren, okay? Mundus Oraculi mache ich dort. Auch im Bereich Schnicki-Schnacki mache ich dort, ja. Und lasst euch einfach überraschen, auch private Themen und so weiter, okay? Und für alle, die abonniert haben, danke schon von ganzem Herzen. Für alle, die abonnieren wollen, findest hier unten unter dem Video in der Beschreibung, wenn du da auf Mehr klickst, dann siehst du dann den ganzen Text und da siehst du, da steht dann auch zu Sensitivas zweiten Kanal und da kannst du draufklicken und dann abonnieren, mein Schatz, okay? Wie gesagt, jetzt im Februar geht's los. Und I'm very excited. I'm so excited. And I just can't hide it. Ja? Okay, mein Schatz, also. Ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten, fürs Zuschalten. Als nächstes kommt das Geburtstags. Nee, als nächstes kommt erstmal hier Valentinstagsmäßig. Ne? Lasst euch überraschen. Da habe ich auch eine schöne Schnitte für euch. Und dann kommt das Geburtstagsorakel für die Wassermänner. Okay? Das kommt also auch noch. Liebe Wassermänner, ihr seid nicht vergessen, ihr seid nicht vergessen. Und das kommt auch noch. Aber erst einmal kommt hier Valentinstag. Und bitte, geht aus. Sitzt nicht zu Hause und schaut euch meine Orakel, sondern Valentinstag. Spätestens dann ist es, glaube ich, Valentinstag ist, glaube ich, ein Dienstag. Ist natürlich doof, ne? Genau, ich gucke gerade auf den Kalender. Ja, 14. ist ein Dienstag. Aber rechne damit dann, dass Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag überall Single-Partys sind und Valentinstag und was weiß ich nicht alles. Habe den Mut, auch alleine auszugehen. Mach das mal. Hör mal auf mich. Hör mal auf mich, sei mutig, geh aus, mein Schatz. Guck im Veranstaltungskalender deiner Stadt oder überhaupt im Veranstaltungskalender online. Guck mal, was da so passiert bei euch in der Stadt, okay? Okay, mein Schatz. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Orakel. Ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit, mein Schatz. Ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten, fürs Zuschalten. Denk daran, das Universum liebt dich. Ich liebe dich über alles. Und Gott liebt dich über alles. Schatz, ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und braucht dich. Okay? Okay, mein Schatz. Also, Mazel Tov, Inshallah, so Gott will. Ich liebe dich. Deine Sensitiva. Thank you.